Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Webinar vom Dirk Müller Premium Aktienfonds. Herzlich willkommen und ja, auf einen schönen gemeinsamen Abend jetzt hier rund um die Thema Börse und das, was wir da draußen an Verrücktheiten momentan erleben. Ja, unser letztes Webinar ist jetzt gar nicht so lange her. Es war Anfang Oktober und seitdem, ja, ist viel passiert, ist wenig passiert, sowohl als auch. Erstmal herzlich willkommen an meine beiden Mitstreiter, Ingo Nix und Thilo Rohrhirsch, mit im Team. Und die beiden werden nicht nur bestreiten nicht nur den heutigen Abend mit uns hier, sondern natürlich auch das Geschehen rund um den Fonds. Und dazu gleich mal ein bisschen, was wir heute vorhaben. Zunächst mal, meine Wenigkeit wird ein bisschen was über die aktuelle Lage an den Börsen, aktuelle Situation, was hat sich verändert und natürlich, was haben wir im Fonds angestellt, was für Strategie haben wir, wie wollen wir da weiter vorgehen, da so ein bisschen was sagen. Dann kommt Ingo mit einem Schuss auf die aktuellen, ja, spannenden Aktien, die Lockdown-Aktien, weil jetzt zweite Welle, zweiter Lockdown. Was heißt das für Stay-at-Home-Aktien, die für die tauglich sind, die davon profitieren, wenn es einen Lockdown gibt? Und was heißt es für jene Aktien, die von Eröffnungen profitieren? Und wie ist das Spiel zwischen den Dingern hin und her? Und ja, und dann haben wir ein Special hinterher. Wir haben uns erstmal jetzt für das Fondsthema eine Dreiviertelstunde rausgenommen für die aktuelle Lage und das Fondsthema. Und danach haben wir ein Special mit Thilo Rohrhirsch. Und Sie wissen, der Mann hat drei Studiengänge in Biochemie und Medizin. Und der wird uns wie kaum ein anderer berichten können, was es denn überhaupt mit diesem Impfstoff auf sich hat. Und das ist ein Special. Es ist intensiv, es ist komplexer und aber verständlich und vor allem endlich mal zusammengefasst, sodass man wirklich mal von einem vernünftigen Wissenschaftler erfährt, was passiert hier eigentlich, wie hängt das zusammen, wo sind momentan noch die Fallstricken, wie unterscheiden sich die Impfstoffe, was ist denn da jetzt, was kommt da auf uns zu? Also das ist ein Special für all die, die sich für dieses Thema interessieren und das hängen wir hinten dran. Ist noch nicht ganz klar, wie lange es dauert. Wir hoffen es nicht zu lange zu ziehen, aber natürlich auf den Punkt, die wichtigen, spannenden Informationen zu bringen. Ich hoffe, es ist für Sie von Interesse. Also ich bin sehr, sehr froh, so einen Spezialisten hier im Team zu haben für Pharmawerte, für Chemie und natürlich in so einer Phase für die Impfstoffe und jetzt nicht nur für Blick auf die Aktien, sondern auch, was heißt das überhaupt für unsere Gesellschaft? Was kommt da an Impfstoff auf uns zu und wo sind die Vor- und Nachteile? Da wird dann nach unseren Vorthemen der Thilo Rohrhirsch uns sehr, sehr detailliert informieren dazu. Soweit erstmal für den Moment und ich steige mal jetzt in die Themen hier ein und würde jetzt mal zu dem Marktausblick gehen. Wir sehen hier einerseits den. So passt das prima, wunderbar. Wir sehen hier den S&P. Und der S&P, ja, wir haben gedacht, das geht hier, gibt es diese tolle Bewegung in der Börse, ne? Es geht so steil nach oben die ganze Zeit, aber wenn man sich das mal in Ruhe anschaut, ist das gar nicht der Fall. Denn wir, was wir hier sehen, ist tatsächlich ein Sägezahnmarkt seit Sommer. Wir haben den schweren Einbruch gehabt, die starke Erholungsbewegung, ja, und jetzt, ja, seit Ende August passiert da nicht mehr viel, ne? Sägezahnbewegung, es geht hier steil nach unten, steil wieder nach oben, steil nach unten, steil nach oben. Jetzt stehen wir wieder eigentlich genau da, wo wir Ende August standen und per Saldo ist gar nichts passiert. Und das ist jetzt der S&P. Bei anderen merken Sie das ja nochmal anders aus. Aber tatsächlich, es hat sich einiges verändert in der Zwischenzeit. Die US-Wahl, auf die hatten wir ja alle hingefiebert. Was heißt das? Was kommt da? Gibt es bei Trump eine zweite Amtszeit oder nicht? Also das war ja wirklich eine brutale Spaltung der Gesellschaft, die wir hier erlebt haben. Und das war noch lange. Ist ganz zu Ende ist das Thema immer noch nicht. Also die Diskussionen, wer am Ende Präsident wird, das werden eventuell die Gerichte klären. Jetzt hat Trump, heißt, er hat zurückgezogen. Er sagt mir, nee, habe ich nicht. Also es ist ein Affentheater, was hier stattfindet. Und das ist, wenn man sich vorstellt, dass die USA in aller Welt unterwegs sind und die Länder dazu auffordern, vernünftige Wahlen abzuhalten und die demokratischen Prinzipien zu achten. Und dann gibt es im eigenen Land so heißkochende Diskussionen, ob die Wahl überhaupt gültig ist, ob da betrogen werden kann, ob das überhaupt möglich ist. Im Zeitalter der bemannten Marsfahrt sollte man doch in der Lage sein, Wahlen dergestalt abzuhalten, dass jeder eine Stimme hat und die abgibt und die auch gezählt wird und dann nicht so ein Hickhack. Das ist ja in der heutigen Moderne kaum vorstellbar, aber offenkundig ist es ein Problem, sonst würde es auch nicht so heiß diskutiert. Inhaltlich halte ich mich da im Moment komplett raus. Am Ende müssen wir in Europa ohnehin mit dem leben, der da vorne der Vorturner ist. Und wir werden damit umgehen müssen. Also wir warten es ab. Für die Börsen
wäre es natürlich hilfreich, wenn irgendeine Entscheidung getroffen ist, weil dann kannst du dich darauf einstellen. Du weißt, welcher Präsident welche Agenda verfolgt. Und das ist für die Börse am schönsten. Deshalb sehen wir auch, sobald es irgendwo so eine Richtung gibt von wegen der oder der, dann freuen sich die Börsen, weil sie sagen, Mensch, klar, da können, egal wie, wir können mit umgehen, nur wir müssen langsam wissen, auf was wir uns einstellen müssen. Und deshalb, ja, sobald das Thema erledigt ist, also wirklich jetzt endgültig dann auch Trump seinen Rücktritt erklärt hat oder wie auch immer das jetzt ausgeht, wir können weitestgehend einen Haken hinter die US-Wahl machen. Das Thema ist an der Börse wie abgefrühstückt. Dann das Thema Impfstoff, das Corona-Thema natürlich überordnen, über alles. Ihnen wird es auch so gehen bei ich weiß nicht, wenn Sie so mal in sich reinhören, die letzten Monate, so die Leichtigkeit der letzten Jahre, die ist irgendwie verflogen. Ne? Also man hat irgendwie das Leben genossen, eine schöne Zeit gehabt und alles war eine tolle Zeit mit Freunden beim Fest. Und auch wenn heute noch vieles möglich ist oder man sich gut, so gut wie es geht einrichtet, diese Leichtigkeit ist ein bisschen weg. Ne? So eine permanente Schwere, die da drauf liegt auf den Themen, alles so mit ein bisschen Sorge belastet. Ich hoffe sehr für uns alle, dass wir das Thema bald hinter uns haben und sehr viele setzen ihre Hoffnung auf den Impfstoff. Auch hier politisch heiß diskutiert, gesellschaftlich und von Gesundheitsfans sehr, sehr heiß diskutiert. Wahrscheinlich auch zu Recht, da halte ich mich an der Stelle auch raus. Aber für Börse und für die Öffnung des Lebens, da hängt alles an diesem Impfstoff, wie man dazu stehen mag, sei dahingestellt. Aber es hängt alles davon ab. Wenn dieser Impfstoff da ist, wenn flächendeckend geimpft wurde, dann wird man sehr viele der Einschränkungen wieder aufheben. Dann wird es gesellschaftlich zu einem normaleren Leben. So ganz normal wird das wahrscheinlich nie wieder werden, weil es wird immer wieder eine neue Version des Virus geben und immer wieder neue Impfstoffe benötigen. Und ja, man wird also dann auch diese Einschränkungen der Gesellschaft auf Jahre hinaus haben, so wie wir die Terrorismusbekämpfung ja auch jetzt schon nicht nur seit den 9-11-Anschlägen haben, sondern seitdem auch nie wieder beendet haben. Und so werden wir auch mit dem Impfstoffthema immer weiter uns beschäftigen müssen und mit den Einschränkungen leben müssen. Aber für die Börse ist so weit ein Haken dran, als es jetzt heißt, Impfstoff ist so gut wie da. Da stehen jetzt ganz viele in der Pipeline. Wir hören nachher von Thilo Rohrhirsch noch ein bisschen was dazu. Aber jetzt ist erstmal klar, Impfstoff kommt. Und jetzt ist nur die Frage, wird er schon im Dezember die ersten Nadeln gesetzt oder erst Anfang des Jahres? Also man kann jetzt davon ausgehen, im Laufe des Jahres 2021 wird diese große Impfwelle durchrollen. Und dann im Laufe, gegen Ende des Jahres, wird man dann auch wieder in ein normaleres Alltagsleben unter den neuen Themen zurückkehren können. Und das ist das, was die Börsen jetzt als grün abgehakt auf jeden Fall mal feiern. Tja, dann haben wir aber auch noch die andere Seite. Wir haben den Lockdown 2, die zweite Welle, die uns diesbezüglich vor der Haustür steht. Und ich hatte beim letzten Mal, bin ich schon darauf eingegangen, dass diese zweite Lockdown-Welle, die wir momentan auch erleben, dass die auch für die Industrie viel schlimmer ist und auch für uns als Gesellschaft, als das die erste Welle war. In der ersten Welle, wir waren noch gut drauf von der tollen Zeit zuvor, von der Boomphase der Wirtschaft, den Unternehmen ging es gut. Dann kam dieser schwere Schlag in die Magengrube, hat alles durchgerüttelt, in seinen Grundfesten erschüttert. Im Sommer kaum Erholungsmöglichkeit und jetzt kommen wir in die dunklen Wintermonate. Also sagen schon hier Corona-Winter, langer Winter, harter Winter und der geht eben länger. Der geht eben bis Februar, März oder wer weiß, wie lange noch. Und in dieser Zeit kommt dieser Lockdown, diese zweiten Beschränkungen auf eine angeschlagene Gesellschaft, auf eine ausgezehrte Gesellschaft, auf eine angespannte Atmosphäre und natürlich auf angeschlagene Unternehmen. Viele kämpfen schon ums Überleben und zwar mit allen Bandagen und jetzt kommt nochmal dieser zweite Schlag ins Kontor. Das heißt, das wird auf die Wirtschaft nochmal sehr verheerende Auswirkungen haben. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, wie heftig diese zweite Welle kommt. Diese Risiken sind weiter über den Börsen. Das Thema Biden ist auch hier ein Thema, denn bisher haben die USA sich von dem Thema Lockdown weitgehend ferngehalten. Trump war da absoluter Gegner von, hat das ganz eigen ausgelegt. Und bei Biden geht man davon aus, dass der dem Thema Lockdown sehr viel näher steht. Seine Berater sind hin und her gerissen. Die einen sagen, wir brauchen total harten Lockdown. Die anderen sagen, nee, warte mal, das kriegen wir ein bisschen sanfter hin. Wir werden sehen, was, wenn er, noch ist er nicht vereidigt. Also da Restrisiken gibt es ja da auch noch. Aber nehmen wir an, er würde vereidigt werden als Präsident der Vereinigten Staaten, dann werden wir sehen, welche Entscheidungen er trifft und möglicherweise auch hier nochmal schwere Einschränkungen dann in den ersten Monaten des Jahres 2021 für die amerikanischen Bürger, für die amerikanische Wirtschaft. Also eine große Unbekannte, was das bedeutet. Für die Wirtschaft, wir sehen es hier,
Wieder mal Dank an Jefferies für die Daten hier, die immer schön zusammenfassen. Da sehen wir die schön, wie die zweite Welle sich jetzt gerade entwickelt. Ne? Wir hatten den schweren Einbruch, die erste Welle, alles bekannt. Die Erholung, die längst nicht an die Zeit vorher gereicht hat. Wir sehen die USA noch besser dabei, aber wir sehen auch jetzt hier schon durch den zweiten Lockdown, vor allem in Europa und UK. Großbritannien, da ging es gleich richtig wieder nach unten. Die Amerikaner halten sich noch zurück mit diesem zweiten Lockdown-Thema, aber wie gesagt, das kann nachkommen. Also wir sehen hier schon, dass die Wirtschaft hier wieder abschmiert und nochmal, wir sind hier erstmal Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März kommen erst noch. Also hier droht uns noch mächtiges Ungemach, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht und das könnte, wenn erstmal die Euphorie über Impfstoff kommt und Präsidentenwahlen sind rum, könnte das durchaus noch schweres Unbehagen für die Börsen bringen, zumal damit ja auch ja, entsprechende Auswirkungen nicht nur auf die Unternehmensbilanzen, sondern dann auch die Banken einhergehen. Wir haben es in den letzten Webinaren auch immer wieder angesprochen, dass natürlich diese Kreditausfälle, wenn die Unternehmen in Schwierigkeiten gehen, und wir reden ja wirklich über Hunderttausende von Unternehmen, die von der Pleite bedroht sind, dass da entsprechende Kredite hinten dran stehen, Unternehmenskredite, Immobilienkredite und auch persönliche Kredite, die dann in Schieflage geraten, die im Moment man nicht sehen will, die hinter Bilanztricks versteckt werden, die aber natürlich irgendwann zum Tragen kommen. Und das hier ist nicht meine pessimistische Einschätzung, sondern die der Europäischen Zentralbank bis zu 1,4 Billionen Euro. Und wir reden hier nur von Europa an Krediten im Feuer. Über Europas Banken zieht ein Sturm auf. Ja, das ist so. Und auch das wird sich in den nächsten 24 Monaten durchsetzen. Da werden wir erfahren, wie schlimm das ist. Aber wir wissen es eben nicht, wie schlimm es ist, ob die EZB das abfangen kann, ob da gar nichts groß passiert. Die lassen sich wieder irgendwelche Zaubertricks einfallen, übernehmen die Kredite der Banken, was weiß man nicht alles. Oder ob es einen Lehman-Moment gibt, wo eben dann doch plötzlich das Unvorstellbare passiert und ein großer Name am Montagmorgen mit schwarzen Lettern auf der Titelseite steht. Deshalb, wir wissen es nicht, aber das Thema ist nach wie vor vakant. No. Und dann kommen natürlich auch noch Themen auf, die wir lange nicht in den letzten Monaten zumindest nicht im Blick hatten. Das, was wir aber die Jahre zuvor diskutiert hatten, nämlich den Konflikt USA-China um die Weltwirtschaft, um die Weltherrschaft. Und auch da die Frage, ja Mensch, die haben doch jetzt so ein tolles Freihandelsabkommen geschlossen mit den anderen Staaten um sich herum. Das größte der Welt mit ein Drittel des Welthandelsvolumens, das hier zusammengeschlossen werden soll. Noch ist es ja nur eine Absichtserklärung, zwar unterschrieben, aber noch nicht ratifiziert in den Staaten. Aber eins ist klar, China ist auf dem Vormarsch und zwar aggressiv und massiv. Und die USA haben kein Interesse daran, China die Vorherrschaft über die Welt zu überlassen. Darüber hatten wir in den letzten Jahren immer wieder gesprochen. Und das Thema wird in dem Augenblick, wo das Corona-Thema in den Hintergrund tritt, wird das ganz weit nach vorne rücken. Ich hatte irgendwann mal dieses Bild für mich geprägt. Die ganzen Themen, die wir sonst in den Zeitungen verfolgen, die uns beschäftigen, international oder auch im lokalen Bereich, die finden alle gleichzeitig auf einer riesigen Bühne statt. Und der große Scheinwerfer der Medien, der große Beleuchter, der hat so einen Spot, den er immer mal auf dieses eine oder jene Thema lenkt. Und das ganze Auditorium schaut dann auf diesen einen Lichtspot, auf dieses eine Geschehen, wie im Moment Covid. Und alle anderen scheinen es gar nicht zu geben. Und denken Sie dran, dieser Scheinwerfer war mal auf der Ukraine gerichtet. Da hatten wir keine anderen Themen in allen Sendungen als nur die Ukraine oder die Krim oder Syrien oder Nordkorea. Und der Scheinwerfer schwenkt dann irgendwann weiter aufs nächste Thema. Jetzt seit Monaten hängt dieser Scheinwerfer schwer und mit einem vollen Strahl auf Covid und alles andere gibt es nicht mehr, aber doch Ukraine, Syrien, Nordkorea und auch der Konflikt mit China, den gibt es nach wie vor, der geht genauso, nur eben im Dunkeln der Weltgeschichte weiter, der nicht beleuchteten Seite. Aber das ist nicht die Frage des Ob, sondern des Wann der Scheinwerfer eben auf diese Brennpunkte auch wieder rüber switcht. Und das hat gerade Kissinger gemacht, der Altmeister der Geostrategie der amerikanischen, hoch umstritten, aber einer der besten Kenner der Materie. Und er warnt, Achtung, da kommt was auf euch zu. Vermeidet einen Krieg. Und das ist nicht selbstverständlich, dass der vermieden wird, denn es kommt zum Showdown um die Weltherrschaft zwischen USA und China, sagt er ganz klar, wie viele andere auch, und sagt, das wird eine Herausforderung werden. Und die geht sehr schnell. Das ist nicht was, was in 10, 20 Jahren in der Zukunft liegt, sondern was wirklich sehr, sehr kurzfristig passiert. Also, wie es hier weitergeht, wissen wir auch noch nicht. Dann natürlich, wie geht es konjunkturell bei uns weiter? Es ist das Hin und Her zwischen einerseits den großen Jobverlusten, im Moment viele in Kurzarbeit, das ist alles noch entspannt,
mehr oder weniger. Ich wollte es jetzt nicht unbedingt haben, aber man sagt, Mensch, habe ich ein bisschen mehr Freizeit, aber das Geld ist gar nicht so viel weniger. Zudem, man kann im Moment eh nicht viel ausgeben, aber folgt auf diese Kurzarbeit bei vielen Unternehmen, die es nach der Krise nicht mehr gibt, auch die Entlassungswelle, kommen damit entsprechende Probleme nicht nur auf die Bankkredite zu, sondern eben auch auf die Konsummöglichkeiten der Bürger. Oder ist auf der anderen Seite die Situation, dass jetzt sich so viel Geld aufgestaut hat über das, was durch die Notenbanken reinkam, durch das, was an Hilfsprogrammen der Regierung reinkam, dass wenn die Läden erstmal wieder auf sind, wenn erstmal wieder großflächig gereist werden kann, verreist werden kann und das Leben wieder in den normalen Bahnen zurück möchte, kommt es dann zu einem Nachholboom, der die Jobverluste ausgleicht. Wir wissen es schlichtweg nicht. Wir werden es abwarten müssen. Viele Komponenten kennen wir noch nicht, zu viele Unbekannte in der Gleichung. Das heißt, positiv wie negativ, wir werden es sehen, für den einen negativ, für den anderen positiv. Aber welches Ergebnis kommt, wir werden es auch hier abwarten müssen. Und natürlich werden die Notenbanken dagegen schießen, werden die Regierung anfangs dagegen schießen, mit ihren Milliarden und mit ihren Billionen, die sie zur Verfügung stellen. Aber auch hier, die Regierungen werden das nicht ewig können. Auch hier geht es um das Verschuldungsthema. Sie werden sehr bald, und das hören wir zwischen den Zeilen der Politiker sehr klar, auf das Thema Steuererhöhungen gehen, gerade für die Mittelschicht, gerade für die, die sich gewagt haben, nicht pleite zu gehen. Denen wird man besonders in die Tasche greifen. Und was die Notenbanken dann dagegen machen können, auch das Thema der Zukunft. Wir werden auch das beobachten, aber es zeigt, wir sind längst noch nicht aus allem raus, aber auf jeden Fall mal ein Stück weiter. Ich habe Ihnen im Juli im Webinar im Sommer diese Folie gezeigt, den Euro-Stoxx der letzten 7 Jahre, und hatte es am Ende mit der Frage versehen, wo geht's hin? Und sagt, wir wissen es nicht, ob es jetzt steil nach oben geht oder einbricht. Das ist noch unklar. Dann hatten wir die Folie aus dem Oktober, unser letztes Webinar. Ja, und es hat sich nicht viel geändert seitdem. Es war weiterhin unklar. Bricht es nochmal ein aufgrund der berechtigten Sorgen um die Unternehmen, die Ergebnisse und die Folgen von Covid? Oder gibt es den steilen, die Katastrophenhosse, den Anstieg nach oben wegen Angst ums Geld und was alles dazugehört? Ja, und heute, ja, wir sind ein Stück weiter, aber auch nicht wirklich weiter. Was hatten wir? Wir hatten beides. Wir hatten nochmal einen starken Rückgang. Wir hatten danach wieder eine Erholung. Und jetzt stehen wir wieder am gleichen Punkt. Wir wissen es nicht, wie es weitergeht, ob das jetzt weiter nach oben durchzieht oder wieder eine Kehrtwende macht. Also auch hier, wir werden es beobachten. Kommen wir zurück auf unseren Fonds. Was haben wir angestellt in der Zwischenzeit? Die Fondsentwicklung hier seit Crashbeginn, als das im Februar losging. In Blau unser Fonds, in Rot unsere Benchmark, unser Vergleichsindex MSCI World Value Net auf Eurobasis. Und ja, den Crash haben wir vermeiden können. Seitdem halten wir uns weitgehend stabil, waagrecht, kommen auf die Details gleich nochmal zu sprechen, haben nach wie vor den Vorsprung gegenüber dem Vergleichsindex auf diesen Zeitraum. Und ja, wir versuchen reinzukommen in den Markt. Bisher in den letzten 3 Monaten war das nicht von sehr viel Erfolg geprägt, schlichtweg darum, weil der Markt einfach nicht nach oben durchgezogen hat. Wir kommen gleich nochmal dazu. Aber wir versuchen natürlich auch nach oben reinzugehen, nicht nur das Geld in Crash zu sichern, sondern auch nach oben dabei zu sein. Aber die Sicherheit geht allemal vor. Das habe ich immer wieder betont und dabei bleibe ich auch heute. Das Wichtigste ist mir, das Geld der Anleger, ihr Geld, so gut es geht, durch schwierige, gefährliche Zeiten zu bringen, aber eben auch nach oben dabei zu sein, weil auch Inflation kann eine Gefahr sein. Und deshalb müssen wir schlichtweg beide Wege versuchen. Wir machen das mit sehr viel Fingerspitzengefühl und ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber soweit ist das ganz ansehnlich. Auch übers Jahr gerechnet, seit Jahresanfang. Auch hier nach wie vor, wie gesagt, den Crash ausgesetzt, nicht mitgemacht, stabil gehalten. Dann hatten wir im August, hatten wir eine kleine, ging es ein bisschen nach unten, da fehlen uns ein paar Punkte, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Die habe ich ein bisschen geärgert, aber konnte man nicht vermeiden. Seitdem halten wir uns stabil, versuchen immer wieder mal nach oben reinzukommen. Mal sehen, wie es uns gelingt. Auf 3 Jahre, auch hier seit 3 Jahren sind wir dem Markt voraus. Das ist indiziert auf 100, auf den Beginn von 3 Jahren zum Jahresanfang. Nicht davon bin ich irritieren lassen. Und hatten wir die ganze Zeit, waren wir besser als der Vergleichsindex. Dann ist er an uns vorbeigezogen, kurzfristig, hat dann brutal abgegeben. Also da musste man schon ja, einige Höhen und Tiefen mitmachen. Und jetzt ist er wieder gleichgezogen. Jetzt sind wir wieder auf dem gleichen Niveau wie wir auch. Gut, die Gebühren, die beim Index anfallen würden, lassen wir hier mal raus. Aber ich würde sagen, das passt soweit. Wie gesagt, im Moment in der Phase Sicherheit first und dann geht es ans Geld verdienen.
Hier nochmal nicht nur unseren Vergleichsindex, sondern auch mal den S&P dagegen gerechnet, weil den haben wir viele auch im Blick. Ich habe ihn auf Euro indiziert. Ich hatte im letzten Webinar bin ich sehr auf die Absicherung, auf die Währungsabsicherung, die Währungsthematik eingegangen. Deshalb auch hier jetzt den S&P in Euro gerechnet, weil Sie als Euro-Investor müssten auch in den USA, wenn Sie in den Index investieren, erstmal umtauschen von Euro in US-Dollar haben, dann die ganze Zeit das Währungsrisiko. Das geht am einen Tag für und am anderen gegen Sie. Und zum Schluss müssen Sie es auch wieder umtauschen, wenn Sie es dann verkaufen, die US-Dollar, die Sie bekommen, wieder in Euro zurück. Und erst das, was dann übrig bleibt, ist dann Ihr Gewinn oder Verlust, je nachdem. Und deshalb muss man das tun, was wir auch machen, weil wir investieren ja auch hauptsächlich in US-Aktien. Auch hier haben wir das Euro-Dollar-Risiko, sichern das aber entsprechend ab. Aber um es sauber vergleichen zu können, müssen wir eben dann auch die Vergleichsindizes auf Euro umrechnen. Das machen wir natürlich so einerseits mit unserer Hauptbenchmark, die wir gerade gezeigt haben, als auch wenn ich jetzt hier mal so den S&P drüber lege, dann zeige ich das auch dann eben in der gleichen Währung, damit es vergleichbar wird. So, und das sehen wir hier auch seit Crashbeginn. Den Einbruch des Marktes, wir auch gegen S&P stabil gehalten, konnten hier weitgehend parallel laufen. Hier hatten wir, wie gesagt, ein kleines Ärgernis. Das hat mich geärgert, dass wir das hier nicht vermeiden konnten. Aber wie gesagt, auch hier komme ich gleich dazu. Und wir versuchen seit etwa August, versuchen wir auch in den Markt reinzukommen. Warum nicht früher? Ganz einfach, wir hatten hier, schauen Sie sich diese Bewegungen an, die wir hier haben. Das sind hier Tagesbewegungen von 5, 6, 7% Einbrüche plötzlich. Und du weißt nicht, wie es weitergeht, ne? Und jetzt der Großteil Ihrer Gelder, ich kenne viele, viele der Kunden persönlich und auch aus den Kommunikationen heraus. Ich weiß, dass der allergrößte Teil der Gelder, die im Fonds investiert sind, die Priorität Sicherheit hat. Und jetzt stellen Sie sich vor, wenn wir hier zu früh ins Risiko gehen und es kommt plötzlich im Laufe des Tages oder über Nacht oder über das Wochenende plötzlich hier zum Einbruch von 7, 8% und ich sage, ach, Entschuldigung, und man weiß ja nicht, was es oder gibt es vielleicht 10% oder gibt es ein Gap? Also in Phasen, in denen ich solche Verrücktheiten habe wie an der Börse und solche extremen Schwankungen innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von einem Tag oder wenigen Stunden, kann ich unmöglich versuchen, hier das Risiko hochzunehmen und zu sagen, so, jetzt probieren wir mal nach oben was. Sondern hier geht es einfach nur darum, Stahlhelm auf, Kopf in den Nacken und warten, bis die Einschläge durch sind. So, das war jetzt hier der Fall. Hier würden die, hier, Sie sehen, dass die Tageskerzen kleiner werden, dass die Schwankungen kleiner werden. Und das ist dann der Zeitpunkt zu sagen, okay, jetzt können wir langsam mal anfangen, auch in den Markt reinzugehen, zu versuchen, ob wir nach oben nicht was bewerkstelligen können. Und das versuchen wir hier. Und um Ihnen mal zu erklären, wie das, Tilo, würdest du das Mikro bitte ausmachen? Dann haben wir weniger Nebengeräusche. Danke dir. Um Ihnen mal zu zeigen, wie wir das hier im Handhaben, ohne zu sehr in die Details der DNA zu gehen, ich sag mal so, Betriebsgeheimnis, wenn man so möchte, so ein bisschen was wir noch für sich behalten. Wir schaukeln uns langsam in die Märkte rein. Das bedeutet, wenn wir merken, okay, jetzt versuchen wir, was nach oben machen wir, Kleinigkeiten auf. Wir lösen die Absicherung 10, 15, 20%. Lösen heißt hier aber nicht, dass die plötzlich ganz verschwunden wäre, dass wir voll im Risiko wären, sondern das heißt, dass wir einen kleinen Teil der Absicherung lösen, aber knapp unten drunter mit einem ganz leichten Abstand sofort wieder in den Markt legen, wie ein Sicherheitsnetz. Und in dem Moment, wenn der Markt kippt, fallen wir sofort wieder in dieses Sicherheitsnetz rein, verlieren sehr wenig und sind sofort wieder abgesichert stabil. Geht es nach oben weiter, nehmen wir einen kleinen Gewinn mit, weil wir nur zu 10, 20% offen sind. Wenn es wieder etwas zurückkommt, sich etwas wieder Luft verschafft und nicht zu weit gefallen ist, nutzen wir das, weil oben, wir versuchen dann oben etwas wieder Sicherung aufzubauen, wenn es zu weit gestiegen ist und auf der nächsten Gegenwelle wieder etwas mehr aufzumachen, sodass wir uns langsam nach oben schaukeln, die Position immer weiter öffnen, aber immer für das gesamte Depot die Absicherung immer knapp drunter mitführen, sodass, falls der Markt kippt, wir sofort wieder in der Sicherung sind, zieht er nach oben durch, wir aber sukzessive weit reinkommen und nach oben mitgehen können. Und das haben Sie hier gesehen. Wir machen das langsam sukzessive. Es geht langsam hoch. Und das war hier so ein Punkt, wo wir fast komplett offen waren. Wäre der Markt hier weiter nach oben gelaufen, wären wir voll mitgegangen. Hier sieht man schon so den Ansatz dazu. Aber was passiert? Naja, das, was wir nicht gehofft hatten, der Markt dreht, aber die Strategie hat wieder funktioniert. Wir sind sofort ins Netz gefallen und nichts ist passiert. Der Markt fällt weiter, bricht weiter ein. Unsere Situation bleibt stabil. Wir halten das Niveau. Hier fragen Sie mich nicht, nach welchen Indikatoren wir das bemessen. Da haben wir gesagt, ja, hat jeder so seine eigenen Indikatoren, die er zusammenfasst. Und wir sehen, okay, das hält, es dreht wieder, bekommen ein Signal, dass wir nach oben was probieren können, versuchen wir langsam aufzumachen. Auch hier wieder, wir sind wieder offen, der Markt bricht, okay, wir machen wieder zu, passiert nichts. Und das haben wir jetzt hier zum dritten Mal, und auch jetzt, wir waren wieder offen,
Der Markt bewegt sich nicht, wir bewegen uns auch nicht. Kleine Schwankungen von ein paar Zehntel, mal hoch, mal runter, das passiert immer und das hat auch nichts unbedingt zwingend mit den Absicherungen zu tun, sondern einfach schlichtweg mit Aktien, die besser laufen, die schlechter laufen. Also solche kleinen Schwankungen hier so von, ich sag mal, 1-2% in dem Bereich hier, das ist vollkommen normal, hat auch nicht zwingend was mit den Absicherungen zu tun, sondern eben manchmal einfach auch mit den Bewegungen der Aktien. Aber ja, wir waren dreimal, standen wir sozusagen frei vom Tor, ja, aber dann dreht das wieder ab, wie es im Moment aussieht. Wir werden sehen. Von daher nur zum Verständnis, wir sind jetzt an dem gleichen Punkt, wo wir vor 3, 4 Monaten waren im August. Und seitdem halten wir uns stabil, haben die immer wieder die Einbrüche vermieden. Wäre es weiter weggebrochen, wir bleiben stabil. Aber geht es nach oben steil, dann sind wir eben auch dabei. Wir brauchen ein bisschen, bis wir reinkommen. Wir brauchen ein bisschen diese Phase, um uns langsam reinzuschaukeln. Und dann wirst du mal durchziehen. Aber das muss der Markt erstmal tun. Bisher tut es den Gefallen nicht. Naja, wir haben Zeit, wir haben Geduld und irgendwann kommt er. Das Wichtigste ist für mich die Sicherheit, dass Sie nicht morgens aufwachen und plötzlich ist Ihr Geld nur die Hälfte wert, sondern dass wir hier sauber durch die Zeit durchkommen und dann langsam das Risiko aufbauen, beziehungsweise langsam uns reinschaukeln mit kleinem Risiko, aber am Ende, wenn es fällt, nicht weiter zurückfallen als da, wo wir herkommen oder eher sogar noch weiter oben zum Stoppen kommen. Ich glaube, das war ein bisschen verständlich zum Nachvollziehen, was wir hier machen. Ich hatte gerade gesagt, wir hatten hier so eine kleine Delle hier drin im August, die mich geärgert hat. Und ich zeige Ihnen, wo es herkommt. Das ist im Wesentlichen Apple geschuldet, beziehungsweise den Technologieunternehmen, den fünf großen, Apple, Microsoft, Google, aber vor allem war es Apple, die eine sehr hohe Gewichtung in den Indizes haben. Und im August, diese Aufwärtsbewegung war vollkommen noch okay. Damit konnten wir auch umgehen. Wir haben ja Apple im Depot, aber eben nicht so hoch gewichtet wie im Index. Diese fünf großen Tech-Werte machen im Nasdaq-Index 50% der Bewertung in etwa aus und im S&P-Index etwa über 20% der Bewertung. Und Apple ist bei all denen noch der schwerste. Und dann passiert das hier, nämlich ein Riesenschub bei Apple und der fast ausschließlich bei den vier Tech-Werten und vor allem bei Apple stattgefunden hat. Eine Kursexplosion. Wie gesagt, wir haben zwar Apple, aber eben nicht in dieser Menge. Und wir waren aber noch in der Absicherung. Was passiert? Der Index oder beide Indizes, S&P und Nasdaq, auf die wir absichern, werden nur durch diese Unternehmen, durch dieses ein oder eine Handvoll Unternehmen nach oben gerissen und gehen nach oben. Und Sie sehen, dass die aber gar nicht so stark steigen. Warum? Weil viele andere Aktien im Index in dieser Phase nicht gestiegen sind, sondern sogar gefallen sind. Und zwar teilweise sogar deutlich, wie Illumina oder Applied Materials. Also große Standardwerte dieser Zeit nicht gestiegen sind. So, das heißt, unsere Aktien, paar sind gestiegen wie Apple, aber eben nicht alle, waren relativ stabil. Aber der Apple Peak reißt den Index etwas mit nach oben, sodass wir auf den Absicherungen etwas mehr verlieren, als wir auf den Aktien gewonnen haben. Und das hat hier diese kleine Nachlässigkeit gegeben. Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir darauf reagieren konnten, weil da kannst du nicht von einem Tag auf den nächsten reagieren. Du musst überlegen, wie schichtest du um? Ist es ein kurzer Effekt nur von einem Tag wie hier? Kommt das wie üblich auch wieder zurück oder zieht das weiter durch? Wir haben reagiert, haben entsprechende Anpassungen vorgenommen und die Stabilität wieder geschaffen. Aber gut, sowas kommt eben mal vor. Das ist auch kein Weltuntergang. Das sind hier 2% oder was waren das? Das ist nicht dramatisch, aber es ist einfach, ja, war ein kleines Ärgernis, muss ich auch mal zugeben, wenn das so nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Aber wir haben entsprechend darauf reagiert. Wie gesagt, jetzt versuchen wir nach oben dabei zu sein. Mal gucken, wo es funktioniert, ohne Risiken einzugehen. Und das ist genau der Punkt. Wir wissen noch immer nicht, wo wir stehen. Katastrophenhaus oder Zwischenhoch. Wir wissen es nicht. Und es ist auch nicht wichtig, dass wir wissen, wo es hingeht. Wichtig ist, dass wir eine Strategie haben, mit der wir gut durchkommen. Und ich hoffe Ihnen, das so ein bisschen nochmal, wie so oft in der vergangenen Zeit, näher gebracht zu haben, was wir hier machen, warum wir das machen und dass wir uns eben hier die Absicherung als Prior A haben, aber eben immer wieder auch versuchen, die Märkte reinzuhangeln. Nun denn. Sektorverschiebungen erleben wir ganz aktuell. Das kommt auch immer wieder vor. Ich hatte das von Apple mal gezeigt und Bank of America habe ich Ihnen parallel hier mal dazugelegt. Das sehen Sie hier als Beispiel, auch über hier indiziert hier auf das letzte Jahr noch, auf 2019, Ende 2019. Da sehen Sie hier bei Apple, die haben auch den Einbruch gehabt wie Bank of America. Die Bankaktien natürlich massiv unter Druck, Angst um die Kredite. Und dann kam aber die Erholung der Tech-Werte und dieser Wahnsinnsaufschwung bei Apple und diesen 4, 5 Tech-Werten. Und ja, und Bank of America, die Banken haben das überhaupt nicht mitgemacht. Die haben diese Sorge um die platzenden Kredite weitergespielt. Jetzt mit der Hoffnung auf den Impfstoff und möglicherweise vielleicht ist doch bald vorbei und wird nicht so schlimm. Jetzt ziehen die nach. Jetzt kommen die Banken nach oben. Jetzt ziehen die Indizes. Und Apple beispielsweise kommt unter Druck. Sie sehen, Apple die letzten 2, 3 Tage kommt runter, während die Banken nach oben gehen. Das nennt man Sektorverschiebung. Und das beobachten wir momentan, dass seit einigen Tagen die
bisher stark gelaufene Tech-Werte unter Druck kommen und dafür andere, die bisher abgestraft wurden, wie Banken, Energie, Ölwerte, Flugindustrie, plötzlich nachholen und stark zulegen. Es sind auch das Unternehmen, die wir bewusst nicht haben. Also Bankaktien, Sie werden mir nachsehen, dass ich keine zweite Lehman im Depot haben werde. Und auch Fluglinien und Ölwerte ist nichts, was wir im Depot haben wollen. Deshalb ersparen wir uns solche Einbrüche mit unseren Aktien. Wir ersparen uns solche Leidensgeschichten. Aber wenn eben Schrott mal läuft, haben wir die auch nicht. Also da gucken wir aber auch nicht zu und warten, bis das Elend über uns hereinbricht, sondern auch da reagieren wir drauf. Und so haben wir beispielsweise uns Unternehmen gesucht, die eine ähnliche positive Entwicklung machen, die ebenfalls von einem Öffnen der Märkte, von einem Ende der Covid-Krise profitieren, aber nicht so gefährlich sind wie eine Bankaktie. Und so haben wir zum Beispiel eine Walt Disney vor kurzem erst ins Depot genommen. Und hier habe ich die Walt Disney Ihnen mal zur Bank of America übereinander gelegt. Und da sehen Sie, dass die sehr ähnlich verlaufen. Das heißt, es ist ja auch klar, Walt Disney, Streaming abgesehen, lebt natürlich auch von seinen Themenparks, von den Kinos besuchen etc. Und in dem Moment, wenn wieder Öffnungshoffnung ist, dann ist natürlich auch wieder die Themenparks wieder ein Thema im wahrsten Sinne des Wortes. Also haben die ähnliche Vorteile und Sie sehen, dass die entsprechend auch deutlich jetzt mit nach oben weggehen. Zumal sind die Bilanzen von Walt Disney deutlich besser als die von irgendwelchen Banken, haben weniger Risiken im Depot und eine Walt Disney, die überlebt auch jede noch so schlimme Krise. Bei einer Bank bin ich mir da nicht so sicher. Und so haben wir eben auch Unternehmen wie Home Depot oder Grainger Industriewerte mit reingenommen, die eben von dieser Bewegung profitieren, sodass wir also von diesen Nachzügler-Effekten und dieser Öffnungshoffnungen auch profitieren können, ohne den Schrott ins Depot legen zu müssen. Also sehen, wir überlegen uns ja schon ab und zu mal, was wir da machen. Das heißt, am Ende, es geht um eine erfolgreiche Langfriststrategie. Es geht nicht darum, Recht zu haben. Natürlich habe ich immer eine Meinung zu den Märkten. Das wissen Sie, ich bin meinungsstark und haue auch gerne mal einen raus. Aber wenn mich die Börse was gelehrt hat, dann ist es eben diese besagte Demut, nicht Recht haben zu müssen. Und das manchmal hast du einfach eben nicht Recht. Da kannst du dir noch so sicher sein. Sondern du brauchst eine Strategie, mit der du, egal ob du Recht hast oder nicht, am Ende erfolgreich bist. Und deshalb, wir sind abgesichert in den fallenden Märkten. Aber auch nicht dogmatisch, das muss fallen, sonst ist die Börse ganz böse, sondern wenn sie steigt, dann steigt sie eben, dann stellen wir uns auch nicht dagegen, dann gehen wir mit, schaukeln uns rein, aber haben das Risiko immer im Griff. Was man nicht verliert, muss man nicht aufholen, deshalb konnte man es damit auch Zeit lassen, in die Märkte reinzugehen, konnten diese hektische Phase abwarten und jetzt sehen wir zu, dass wir da reinkommen, wenn es der Markt uns hergibt. Die Währungsabsicherung hatte ich besprochen. Meine Damen und Herren, meine halbe Stunde, die meine Kollegen mir zugestanden haben und ich mir rausgenommen habe, ich habe sie um 2 Minuten überzogen. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach. Ich möchte jetzt gerne an den lieben Ingo weitergeben, der uns ein bisschen was zu den Lockdown-Aktien erzählt, die nächste Viertelstunde, bevor wir dann ins Eingemachte der Viren gehen. Ich werde nebenbei noch einige Fragen hier beantworten, soweit mir es möglich ist. Es sind sehr, sehr viele Zuschauer da. Sehen Sie mir das bitte nach, wenn ich nicht alle Fragen beantworten kann. Eine Frage möchte ich gerne, die auch vorab noch reinkam, noch kurz beantworten. Da war die Frage, Mensch, wie ist es denn mit Wasserstoffaktien und Edelmetallen und solchen Sachen? Das ist doch auch spannend. Wäre das nicht was für den Fonds? Auch hier noch mal ganz klar. Für uns ist es absolut, wir haben ganz klare Richtlinien, welche Aktien in den Fonds kommen und das sind nur Aktien, die über Jahre ihren Erfolg bewiesen haben, astreine Bilanzen haben und sehr, sehr hohe Qualitätsansprüchen genügen. Und meistens ist es so, dass neue Technologien, die gerade frisch an den Start kommen, dass diese Unternehmen eben noch keine lange Story hinter sich haben. Die haben noch nicht bewiesen, dass sie es können. Da ist natürlich klar, toll, kann super werden, Wasserstoff ist das Thema. Ja, aber ist es diese Firma oder wird es am Ende jene Firma sein? Auch beim Internet wussten wir erst Jahre später, wer am Ende erfolgreich sein wird. Und viele, die am Anfang ganz toll gehypt wurden, gab es nach kurzer Zeit und nach wenigen Jahren nicht mehr. Und das Risiko gehen wir nicht. Wir gehen nur auf die starken Qualitätsaktien, die es bewiesen haben. Und dazu gehören eben leider die neuen Technologien weniger. Aber es gehören beispielsweise auch keine Edelmetalle dazu. Denn Minen beispielsweise hängen voll vom Edelmetallpreis ab. Der Besitzer einer Mine, der Vorstandsvorsitzende, der hat überhaupt keinen Einfluss auf den Goldpreis. Aber dieser Goldpreis ist fast der hauptentscheidende Faktor, ob er Gewinn macht oder nicht. Das ist bei einer Apple oder einer Amazon anders. Da hat der Vorstand sehr, sehr viel mehr Einfluss auf den Gewinn des Unternehmens. Die sind nicht von irgendeinem Goldpreis abhängig. Und deshalb, wir wollen Unternehmen, die kalkulierbar sind, deren Geschäftsmodell kalkulierbar ist, das von einem intelligenten Vorstand abhängt und nicht von zufälligen Bewegungen auf den Welt, was ich was Märkten. Und deshalb haben wir eben Edelmetalle, Minen oder eben auch Wasserstoffunternehmen nicht dabei. Soweit nochmal der Nachtrag. Ingo, the floor is yours. Hallo. Zack.
Jetzt müsste man meine Präsentation sehen. Kursveränderungen seit Jahresanfang. Ist das richtig, Dirk? Jawohl, ich sehe es. Allerdings sehe ich auch Jawohl. den Vorspalt. Vielleicht kannst du auch auf die Gesamtansicht gehen. Ja, Blick. Wobei man es auch so sieht. Warte. Jetzt müsste man nur die Präsentation sehen. Jawohl, Wunderbar. super, klasse. Also, herzlich willkommen. Auch von meiner Seite einen wunderschönen Abend. Dirk hat schon sehr viel erzählt. Ich möchte es ganz kurz machen heute. Ich habe zwei ganz spannende Aktien mitgebracht, aber erstmal am Anfang die Kursveränderung auf der positiven, auf der negativen Seite. Nvidia ist natürlich ganz weit vorne, wie immer, mit 123%. Und wir sehen auch eine Vestas, auch in den letzten Tagen, außer heute, mit 78% im Plus seit Jahresanfang. Amazon ganz klar, Qualcomm und unsere kleine iRobot. Viele von Ihnen kennen es ja noch, als wir das am Anlegerkongress vorgestellt haben. Auf der Verliererseite immer noch eine Backerfrost. Hier sind natürlich die Restaurantschließungen ein ganz großer Faktor, warum die Lachse nicht so an den Markt kommen und verzehrt werden, wie das gewünscht ist. Zu den Pharmaaktien sagt Tito ja noch viel, viel mehr. Ich habe heute zwei Aktien mitgebracht. Einmal die Activision und einmal eine Booking. Zu Activision. Viele von uns kennen das Call of Duty, die Jugendliche haben und Kinder spielen. Market Cap ungefähr 60 Milliarden. Ist ein Cloud Gaming Markt, 15% Wachstum im Prognosezeitraum, wenn man bis 2024 das mal sieht, jährlich. Mit 5G können neue Einnahmequellen erschlossen werden. Denn dann sind auch andere mobile Endgeräte wesentlich schneller in der Datenverarbeitung. Cisco glaubt, dass bis 2022 ungefähr 800 Millionen Smartphones Nutzer dafür bereit sind. Asien ist ganz klar hier die Drehscheibe und China kann so bis 2025 nach Indien der größte Markt werden. Wenn man sich auch die Umsatzzahlen anguckt, 8,4 Milliarden, schöne Steigerung. Und vor allen Dingen Nettogewinn von 2,7 Milliarden bei dem Umsatz ist es toll. Free Cashflow 2,3 Milliarden. Das gefällt uns hier ganz gut. Was bei Activision immer wieder auffällt, sind die aktiven Nutzer, also die monatlichen Maus nennt man das. Bei Activision ist es 111 Millionen, aber der ganze Gaming-Markt 2019 lag ungefähr bei 2,5 Milliarden aktiven Spielern. Davon kamen ungefähr 1,2 Milliarden aus Asien und davon sind ungefähr 700 Millionen allein aus China. Für 2021 und die Jahre davor folgende erwartet man hier auch noch signifikante Steigerungen. Also 2021 sind es 2,7 Milliarden und 2022 geht man sogar schon von über 3 Milliarden aus. Das Marktvolumen für die kommenden Jahre wird weiter steigen. Im Vergleich, ich bin 1970 geboren, 1971 lag das Marktvolumen bei ungefähr 1 Milliarde Umsatz. 2022 erwartet man schon fast 200 Milliarden. Und das teilt sich regional einfach ganz klar Richtung Asien aus. 50%, 25% ist Nordamerika. In Europa und der Mittlere Osten sind es knapp 20% und der Rest ist Lateinamerika, also nicht signifikant. China ist hier die marktherrschende Stellung. Man darf nicht vergessen, dass aus solchen Plattformen ungefähr 25 neue Spiele jeden Tag draufkommen. Und das Mobile Gaming Markt, also das, was mit 5G noch viel besser wirkt, ist das stärkwachsendste, also das Marktvolumen, was am stärksten wächst, mit ungefähr 10% PA. Danach kommen Konsolen. Viele von Ihnen, die Kinder und Jugendliche haben und haben eine PS5 versucht zu bekommen, ich auch. Leider erfolglos. Aber das Volumen, das Wachstum ist hier bei 14%. Wir sind gespannt, ob Sony es noch hinbekommt vor Weihnachten. Da auch noch unseren Kindern vielleicht was Gutes zu tun. Im PC, im globalen Umsatzbereich 36 Milliarden, das Wachstum ist relativ gering, ist ungefähr 4%. Wenn man sich mal die Plattform an sich anguckt, dann hat Tencent, kommt aus China, im PC-Bereich klar die Führung mit League of Legends. In den Konsolen ist aber Activision ganz vorne mit Call of Duty. Das neue Call of Duty Cold War ist am 13.11. jetzt online gegangen. Riesen-Hype in der Gaming-Szene, super gut angekommen. Und im Mobile-Bereich ist es Clash of Clans, gehört zu Supercell. Supercell gehört auch zu Tencent. Wundert nicht, dass die umsatzstärksten Aktien Unternehmen ist Tencent ganz oben mit einem breiten Abstand. Danach kommt eine Sony und eine Microsoft. Aber unsere kleine Activision ist auf Platz 5 und das ist ganz gut so.
Was man auch nicht vergessen darf, dieser Wandel zwischen einer Disk, also einer Hardcopy für das Spiel und das Online-Gaming. Das hat sich in den letzten 10 Jahren ungefähr einmal gedreht. Also früher mehr Disk, wenig online, heute wesentlich mehr online und weniger Disk. Und das wird sich auch verschieben. Deswegen hat ja jetzt Sony das erste Mal die PS5 auch ohne Diskettenlaufwerk angeboten. Da wird sich zeigen, was passiert. Der Vorstand von Activision ist sehr zuversichtlich, also gerade das jetzt anstehende Quartal, und sieht hier Umsatz bei über 2 Milliarden, also Nettoumsatz, auch aufgrund des neuen Release von Call of Duty. Also wir sind mit der Aktie sehr zufrieden, Chart sieht gut aus, die Wintermonate kommen und der Lockdown auch, und da wird sicherlich noch viele schöne Momente auch mit Kindern geben, die mit Activision irgendwas spielen. Es muss ja nicht Call of Duty sein. Nächste Aktie, die ich mitgebracht habe, ist eine Booking. Ein ganz klassisches Beispiel für Go Out. 82 Milliarden Market Cap. Was man hier nicht vergessen darf, ist, es ist ja eine Plattform für Reisebuchungen. Und da konnte ich mir diesen ersten Satz einfach nichts für nicht verkneifen. Ne? Nix wie weg. Ich würde auch gerne wieder in Urlaub fahren. Das geht im Moment nicht. Aber wir sind guter Dinge, dass es irgendwann mal mit einem Impfstoff dann geht. Was wichtig ist, dass hier Booking eine sehr schöne Plattform ist für alles, was kommen wird. Also Lonely Planet zum Beispiel ist ein australischer Verlag, größte Reise- und Sprachführerverlag, ist jetzt zum Best Pick Travel 2021 gewählt worden. Und Kayak, das ist eine Tochtergesellschaft von Booking, hat hier eine Kooperation mit Lonely Planet. Da geht viel mehr Richtung auch ESG, das, was wir im Fonds versuchen. Also Diversity, Community, Sustainability. Also diesen Drang zur Nachhaltigkeitsreise wird auch hier in dem Markt signifikant steigen werden. Also 2018 lag das so bei Mitte 50%, 2019 schon bei 60. Klar, es kommt ein Stück zurück. Aber in dem letzten Call von Booking war sich also der CEO, der heißt Vogel, sicher, dass in einigen Jahren nach der Impfung es wieder vermehrt Reisen geben. Wie das Verhältnis dann zwischen Geschäftsreisen und privaten Reisen aussehen, das ist natürlich nicht bekannt. Aber was er glaubt, ist, dass es viel mehr kurze Reisen gibt, statt lange Reisen. Und dass es viel mehr alternative Reisen gibt. Also mit kleinen Pensionen statt großen Hotels, was ich persönlich natürlich viel schöner finde. Und da ist so eine Plattform wie Booking sehr hilfreich. Man kann sich das vorstellen wie so ein Airbnb. Also, und dann kommt dazu 5G, Smartphones, Mobile. Man bucht hier eher mal eine Reise auf dem Handy für kurze Sachen als auch für lange. Das ist auch der Trend, der viele Studien belegen. Also regelmäßige Reisen seit Mitte der 90er Jahren sind von Anfang 40% auf 65% gestiegen. Also man reist öfter und man reist regelmäßiger. Die Auslandsreisen lagen 2019 ungefähr bei 75%. Das hat sich natürlich mit dem Corona jetzt ein bisschen, was heißt ein bisschen, relativ viel abgemildert. Aber der Trend wird sicherlich wieder dahin, wenn so ein Impfstoff da ist und das dann auch wieder zulässig ist, dass man viele kleine Reisen macht, statt 3 Wochen irgendwo hinzufahren, und dass man viel mehr online guckt, als in die Reisebüros zu gehen, was mir persönlich sehr leid tut, denn viele Reisebüros haben natürlich massive Probleme, jetzt in der Krise hier noch irgendwas zu verkaufen. Die Internetnutzung in Deutschland ist relativ stark, also 70% der Bevölkerung in 2020 haben sich schon online informiert auf verschiedenen Portalen, was es für Reisen gibt. Und 87% davon haben auch dann direkt online gebucht. Und mit 5G und der neuen Technologie wird das sicherlich auf dem mobilen Markt noch viel mehr. Also wir mögen Booking. Wir sind in 220 Ländern vertreten, 40 verschiedene Sprachen, 30 Millionen Listings, also Hotels und Apartments und was es alles so gibt. Und ist für uns eine tolle Plattform, die sicherlich profitieren wird in den nächsten Jahren von dem Reisemarkt und auch wieder dem Drang nach außen, also Go Out. Und zum Nachholeffekt hatte ich hier geschrieben, wir glauben schon, dass es den gibt, denn also mir geht es so, sehnt sich ja jeder danach, wieder rauszukommen und wegzufahren und was zu erleben. Also mir geht es auf jeden Fall so.
Ganz kurz zu was zur Bewertung des S&P. Sie sehen hier einen Ausschnitt aus Bloomberg. Die Gewinne werden also leicht steigen. Wir handeln im Moment im S&P auf einem KGV von ungefähr 28, was in der Historie doch schon relativ teuer ist. Wenn man mal die EPS-Steigerung sieht, die hier ankommen sollen, dann wird sich das Richtung 2022 und 2023 Richtung 18er, 19er KGV verschieben. Das wäre dann okay, wenn die Steigerungen auch so kommen. Im Nasdaq sieht es noch ein bisschen dramatischer aus. Da ist das KGV Ende 30 und das wird dann runtergehen Richtung vielleicht 25. Also das wäre natürlich auch ganz gut. Die Cashflow-Renditen sehen überschaubar gut aus. Also im S&P ist es so 6%, 6,5% und im Nasdaq sind es eher so 4,5 bis 5%. Wir hoffen natürlich alles, dass das kommt und dass wir hier auch wieder schöne Steigerungsraten sehen werden. Aktien sind natürlich nicht unbedingt sehr günstig im Moment. Eine Frage kam da auf, bevor ich zum Buffett-Indikator kam. Wie geht es unserer Home Depot? Unserer Home Depot geht es extrem gut. Im letzten Quartal haben sie 14,6 Milliarden an Liquidität gehabt, haben Rücklagen von 11,2 Milliarden. Was uns natürlich sehr gut gefällt, sind die zurückbehaltenen Gewinne. Die liegen bei ungefähr 55 Milliarden. Und die Frage war, warum kauft Home Depot so viele Aktien zurück oder warum ist das Eigenkapital quasi negativ? Ja, klar, die kaufen Aktien zurück, was wir natürlich auch gut finden. Aber um die Liquidität und über die Liquiditätslage der Bilanz machen wir uns überhaupt keine Gedanken mit 55 Milliarden zurückbehaltenen Gewinnen und einer Free Cashflow über einen 12-Monats-Zeitraum von ungefähr 18 Milliarden, muss man sich hier, glaube ich, überhaupt keine Gedanken machen. Home Depot ist die einzige Baumarktkette, die ich so kenne, mit einer Nettomarge von 10%. Wenn man sich die Deutschen anguckt, dann liegen die eher so bei 4, 5, 6%. Und solange die Nettomarge bei 10% ist, ist Home Depot für uns ganz klar einer der Top-Picks in USA. Und vor allen Dingen auch, schaut man sich die verkauften Häuser an, die alle renoviert werden müssen, dann hat das noch verdammt viel Zukunft. Ganz kurz zum Buffett-Indikator. Es konsolidiert ein bisschen. Klar, die Aktienmärkte sind zu teuer. Aber wenn man sich den letzten Chart anguckt vom letzten Webinar, dann kommt hier so ein kleiner Knick rein. Und eventuell wird es dann hier dann auch irgendwann mal in eine signifikante Bewertung kommen, wo man wieder etwas billige Aktien kaufen kann. Wie immer und gewohnt, letzter Satz von mir, von Warren Buffett. Passt zu Home Depot vielleicht auch. Wenn du nicht bereit bist, eine Aktie über 10 Jahre zu halten, dann solltest du sie auch nicht für 10 Minuten besitzen. Und damit, Dirk, zurück zu dir. Ja, vielen lieben Dank, Ingo. Ganz herzlichen Dank für den Moment. Habe die Zeit auch genutzt, um noch etliche Fragen zu beantworten. Alle konnte ich noch nicht beantworten, aber ich war fleißig am Tippen. Aber das kann ich jetzt vielleicht, naja, eigentlich möchte ich auch Thilo noch ein bisschen zuhören, weil das interessiert mich jetzt selbst sehr spannend, was er da berichtet. Jetzt zum unserem Special, nämlich zu den Impfstoffen. Und Sie werden merken, Thilo weiß, von was er spricht. Und ich hoffe, dass wir es auch hinterher verstanden haben werden, von was er spricht. Deshalb für jeden, den es interessiert, was es hier mit auf sich hat, jetzt über die Impfstoffe. Thilo, schau mal, wie du dieses hochspannende, aber zugleich auch wirklich nicht so einfache Thema, zumindest für mich, wäre es nicht so einfach, ich könnte das nicht erklären. Ich bin sehr gespannt, wie es dir gelingt, das unseren Zuschauern zu erklären und ich freue mich sehr, deine Expertise hier mit dabei zu haben und deshalb keine lange Vorrede, the floor is yours, gib alles. Ja, vielen Dank. Ja, also erstmal auch von meiner Seite herzliches Willkommen zur heutigen Präsentation. Wie von Dirk schon angekündigt, werde ich heute was zum Status quo der SARS-CoV-2-Impfstoffentwicklung sagen. So, jetzt ist es natürlich ein etwas komplexes Thema und deshalb möchte ich da erstmal eine solide Basis Ihnen mitgeben, damit Sie das, was da die Impfstoffhersteller machen, auch verstehen. Und deshalb, jetzt werden Sie sich gleich zurückversetzt fühlen in Biologieunterricht der Schule. Jetzt gehen wir erstmal auf den Code des Lebens ein. Also ein kleiner Exkurs in die Genetik. Wie Sie sicherlich noch wissen aus dem Biologieunterricht, besteht das Erbgut höherer Lebewesen, damit auch unseres, sowie der Bakterien aus DNA. Also DNA ist die Abkürzung des englischen Wortes für Desoxyribonukleinsäure, wo Sie nebendran die räumliche Struktur dieses Moleküls sehen. Und
So an Rändern sehen Sie da ein Zuckergrundmolekül oder Grundgerüst, und in der Mitte sind dann sogenannte organische Basen. Und die Sequenz, also die Abfolge dieser vier organischen Basen, die stellen den eigentlichen Code des Lebens dar. Also da ist alles gespeichert. So die Gesamtheit der DNA eines Lebewesens wird als Genom bezeichnet, und das ist bei höheren Lebewesen in der Regel größtenteils in Chromosomen im Zellkern der Zellen organisiert. Und funktionale Abschnitte in der DNA werden als Gene bezeichnet. So, jetzt ist die DNA allerdings im Endeffekt einfach nur ein Speichermolekül. Ja, damit das übersetzt werden kann in die Moleküle, die letztendlich das Leben ausmachen, ja, also die letztendlich Vermehrung, Stoffwechsel, Wachstum und so weiter bedingen, braucht es neben der DNA eben noch ein paar andere Moleküle, also wie die RNA, die Ribonukleinsäure, gewisse Organe einer Zelle, die als Organellen bezeichnet werden, und Enzyme. Enzyme sind Biokatalysatoren, die biochemische ja, Reaktionen katalysieren. So, und das alles findet statt in einem Prozess, den man als Genexpression bezeichnet. Also, und was Sie jetzt hier sehen, ist eine schematische Darstellung der DNA. Also hatte ich auch schon gesagt, die DNA liegt in der Doppelhelix vor, und diese Buchstaben, die Sie hier sehen, diese farbigen, das sind eben diese vier organischen Basen. Jetzt ist es natürlich so, dass die DNA im Zellkern vorliegt, komplett aufgedröselt und dann noch mit Proteinen verbunden. Damit die also abgelesen werden kann, muss die erstmal entdröselt und von den Proteinen gelöst werden. Und das ist etwas, was passiert innerhalb des Prozesses, den man als Transkription bezeichnet. Das ist der erste Teil der Genexpression. So, und wenn das dann aufgedröselt ist, wie Sie das hier sehen, dann kann hier ein komplementärer Strang an einen der Stränge der DNA heransynthetisiert werden quasi. Und dieser Strang, der wird jetzt als mRNA bezeichnet. Das ist die sogenannte Messenger-RNA oder auch im Deutschen die Boten-RNA. Also die überträgt letztendlich die Information aus der DNA dann zu diesen funktionalen Molekülen. Das kommt gleich. Man erkennt es auch daran, dass diese Base Thymin in der RNA durch Uracil ersetzt ist. So, jetzt muss das allerdings noch übersetzt werden in funktionale Moleküle. Und was wir jetzt hier sehen, jetzt schalte ich hier mal kurz da um, damit Sie das sehen. Also immer drei dieser Basen bilden ein sogenanntes Codon und kodieren für eine bestimmte tRNA oder was für eine kurze Sequenz, die von einer sogenannten tRNA, das ist eine Transfer-RNA, erkannt wird. So, und jede tRNA, also die sind spezifisch, die führt eine Aminosäure im Schlepptau mit sich. So, und das bindet jetzt der Reihe nach an diese RNA, an diese mRNA, und in diesem Prozess werden diese Aminosäuren aneinander angehängt, und mit der Zeit entsteht da ein Protein. Ja? So, was ich jetzt vorher in der Transkription oder zur Transkription erzählt hatte, das geschieht im Zellkern mit Hilfe von gewissen Enzymen. Die Translation, die geschieht im Zytosol. Das heißt, die mRNA muss aus dem Zellkern in das Zytosol transportiert werden. Das Zytosol ist der Raum, der flüssige Raum zwischen Zellkern und Außenmembran einer Zelle. Und die Translation selbst findet in einem Organell, den sogenannten Ribosomen, statt. Ja? So, und diese Proteine, also in der Regel werden in diesem Prozess Proteine gebildet. Diese Proteine können ganz unterschiedlicher Natur sein. Das können zum Beispiel Strukturproteine wie das Kollagen sein, was quasi ihr Bindegewebe zusammenhängt. Das können eben diese Enzyme sein, von denen ich vorher schon gesprochen habe. Oder es können auch Antikörper sein, denen sich eben das Immunsystem bedient, um quasi Eindringlinge abzuhalten. So viel zur Genetik. Jetzt müssen wir uns eigentlich auch mal noch mal genau angucken, was eigentlich sind Viren. Ja, Viren sind nämlich im eigentlichen Sinne keine Lebewesen. Also es gibt verschiedene Attribute, die das Leben auszeichnet, und das wird von den Viren nicht unbedingt geteilt. Also Viren haben keinen eigenen Stoffwechsel. Ja, sie wachsen auch nicht und sie reagieren auch auf keine äußeren Reize. Ja. Viren können sich zwar vermehren, aber nicht selbstständig. Das können sie also nur über einen Wirtsorganismus. Ja. Sie unterliegen der Evolution, wie auch Lebewesen. Also sie entwickeln sich weiter zum Guten oder zum Schlechten. Und Viren befallen so ziemlich alle Lebewesen, die wir kennen. Und diese genannten Lebewesen dienen den Viren als Wirtsorganismus, um sich in diesen und mit Hilfe dieser zu vermehren. So,
Wie sind Viren aufgebaut? Also im Gegensatz zu den höheren Lebewesen, deren Erbinformation aus DNA besteht, kann das Genom oder die Erbinformation bei Viren sowohl aus DNA als auch RNA bestehen. Und deshalb unterscheidet man DNA- und RNA-Viren. Ein Virus besteht im Wesentlichen eben aus zwei oder einem oder zwei komplementären Strängen dieser zwei Nukleinsäuren. Und bei den meisten Viren ist es so, dass diese Nukleinsäuren mit einer Hülle umgeben sind. Ja, in dieser Erscheinungsform bezeichnet man das Virus als Virion und in dieser Form wird das Virus verbreitet und befällt den Wirtsorganismus bzw. bestimmte Zellen des Wirts. So, wie findet jetzt die Replikation von Viren statt? Also die Replikation bezeichnet oder als Replikation bezeichnet man die Vervielfältigung der DNA oder RNA als Erbinformationsträger des gesamten Genoms oder eben auch nur eines einzelnen Chromosoms oder Gens oder eben das Genom eines Virus. Ja? So, und innerhalb einer befallenen Wirtszelle liegt das Virus zunächst als bloße Nukleinsäure vor, mit den Informationen sowohl zur Replikation, also Vervielfältigung der Nukleinsäure, als auch der Reproduktion, also Erzeugung von Nachkommen, ja, die dafür nötig sind. So, und mit diesen Informationen wird die Wirtszelle stimuliert, neue Viruspartikel, also Virionen, zu produzieren. Das heißt, das Virus benötigt den Stoffwechsel der Wirtszelle, um sich vermehren zu können. Und ich sage hier ganz bewusst, dass die Wirtszelle stimuliert wird, neue Viruspartikel zu produzieren und nicht, dass die Wirtszelle programmiert oder umprogrammiert wird. Das liest man oft. Von der Umprogrammierung kann man streng genommen nur dann sprechen, wenn sich das Virus mit seinem Genom oder Teilen davon in das Genom seines Wirtsorganismus integriert. Also jetzt in unserem Falle der Menschen in das Genom, in die DNA der Menschen integrieren würde, dafür immer verbleiben würde und sogar in bestimmten Fällen sogar an die Nachkommen vererbt werden kann. Ja, und zu einer Integration ist zum Beispiel das humane Immundefizienzvirus, also kurz HIV, was AIDS verursacht, fähig. Viren wie zum Beispiel das Hepatitis A-Virus oder auch das SARS-CoV-2-Virus sind dazu nicht fähig. Also deren Erbgut liegt außerhalb des Zellkerns als eigenständige Nukleinsäure vor und kann somit auch von entsprechenden Enzymen degradiert werden, also abgebaut werden. Ja, in den meisten Fällen führt das, also dieser Abbau, wie auch die Aktivität des Immunsystems dazu, dass diese Viren komplett neutralisiert werden, das heißt irgendwann gänzlich verschwunden sind. So, jetzt haben wir ja mal erstmal allgemein zum Aufbau und zur Vermehrung von Viren was gelernt. Und jetzt schauen wir uns mal das spezifisch für das SARS-CoV-2-Virus an. Das sehen Sie hier ein dreidimensionales Modell und hier einen Schnitt desselben. Ja, das sehen Sie in die RNA. Also das SARS-CoV-2-Virus ist ein RNA-Virus. Diese RNA ist in diesem Fall an Proteine gebunden. Drumherum in Rot sehen Sie die Hülle. Und auf dieser Hülle befinden sich verschiedene Proteine, die hier gelb und grün Proteine, die sind jetzt erstmal uninteressant. Was Sie sich aber merken sollten, ist dieses pinkfarbene große, das sogenannte Spike-Protein oder genauer gesagt das Spike-Glykoprotein S. Ja, also das sollten Sie sich merken. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie sich speziell dieses SARS-CoV-2-Virus vermehrt. Und da muss ich jetzt sagen, da habe ich jetzt leider keine einfache, schematische, frei zugängliche Darstellung oder Illustration gesehen. Aber grob kann man sagen, dieses SARS-CoV-2-Virus bindet an ein bzw. zwei Rezeptoren, was induziert, dass dieses Virus aufgenommen wird. Diese Hülle, die eigentlich von der Zelle selbst stammt, die wird hier drin aufgelöst. Die RNA wird von den Proteinen quasi entdröselt, kann man sagen, wird freigesetzt. Und jetzt kann hier, und das wissen Sie jetzt noch von dem, was ich Ihnen vorher gesagt habe, die Translation beginnen. Also man muss, also hier geht der Weg nicht über den Umweg der DNA. Hier kann die RNA direkt in Proteine übersetzt werden. Die werden hier weiter prozessiert. Die RNA-Moleküle werden dann im Folgenden auch produziert und die werden dann eingelagert in Teile eines Organells der Zellen, was sich endoplasmatisches Retikulum nennt. Das heißt, die Virushülle besteht am Ende im Grunde genommen aus Zellbestandteilen des Wirts.
Und das ist dann eben diese RNA mit Protein und die Virushülle mitsamt dem Spike-Protein darauf eingelagert. Und als Endosom oder Exosom in dem Fall wird es wieder aus der Zelle heraustransportiert. An dieser Stelle ist es dann ein reifes Viruspartikel, was dann weitere Zellen wieder infizieren kann. So, wenn man jetzt versuchen möchte, dieses Virus aufzuhalten, hat man hier verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Man kann zum Beispiel hier ansetzen, und zwar an diesem sogenannten ACE2-Rezeptor. Also ACE2 steht für Angiotensin Converting Enzyme 2. Dieser Rezeptor befindet sich zum Beispiel auf Zellen der Lunge, im Herzen, in Arterien und so weiter. Und der Rezeptor spielt eine Rolle bei der Steuerung des Blutdrucks und ist auch Zielmolekül für sogenannte ACE-Inhibitoren zur Senkung des Blutdrucks. Ja? Und über diesen Rezeptor bindet eben, also über das Spike-Protein, dieses Virus, SARS-CoV-2-Virus, an eine Zelle. Und mit Hilfe dieses zweiten Rezeptors, dem PRS2, findet eine Interaktion statt. Und das induziert, dass im Endeffekt dieses Virus aufgenommen wird. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Medikament entwickeln möchte, was dieses Andocken unterbindet, könnte man jetzt Inhibitoren für diese zwei Rezeptoren herstellen. Das eine wissen wir schon, sind die ACE-Inhibitoren, aber da bräuchte man sicherlich was Potenteres. Das könnte aber dann zu Nebenwirkungen hinsichtlich des Blutdrucks führen. Tatsächlich gibt es sogar einen Inhibitor für TMPRSS2. Das ist ein allergenerischer Husten- bzw. Schleimlöser, Bromhexin. Ja, das wird jetzt auch schon näher untersucht. Damit möchte ich aber nicht sagen, dass Sie jetzt Bromhexin schlucken sollten, weil die Wirkung ist hier noch nicht erwiesen. Und wenn man spezifischer vorgehen wollte, könnte man eben sogenannte Proteasen oder Polymerasen, also die spezifisch für dieses Virus sind, versuchen hier durch Medikamente zu inhibieren. So, der andere Ansatz wäre jetzt allerdings, sich dieses Spike-Protein zunutze zu machen. Ja, und zwar als sogenanntes Antigen. Ja, und genau das wird in den Impfstoffen, die ich Ihnen vorstellen werde, gemacht. Also das heißt, in diesem Impfstoff oder dieses Spike-Protein stellt er nachher in diesen Impfstoffen das Antigen dar, ja, für das man allerdings nur die Bauanleitung, also in Form der mRNA, dann injiziert. Und dieses Spike-Protein ist dann nachher das Antigen, gegen das der Körper Antikörper entwickeln kann und das Virus so für die Neutralisierung durch Zellen des Immunsystems kenntlich macht. Ja. Und dieses Spike-Protein, wie gesagt, ist eben der Gegenstand der zwei bislang am weitesten fortgeschrittenen Impfstoffkandidaten, die ich Ihnen nachher vorstellen werde. So, der Vollständigkeit halber möchte ich hier eine kurze Tabelle zeigen mit einer Auflistung der am weitesten fortgeschrittenen Wirkstoff- und Impfstoffentwicklung mit den Wirkstoffen oben und den Impfstoffkandidaten unten. Da sehen Sie dann auch die, die ich Ihnen vorstellen werde, also von BioNTech und Pfizer wie Moderna. Von einem Medikament und einem Impfstoff kann man eigentlich erst dann sprechen, wenn sie zugelassen sind. So, was mir immer wieder auffällt, ist, dass viele Menschen nicht zwischen Medikament und Impfstoff unterscheiden. Und da möchte ich an dieser Stelle kurz darauf eingehen. Ja, also Medikamente werden an bereits erkrankten Patienten verabreicht. Ja. Impfstoff hingegen an gesunde Menschen. Ja. Ein Medikament ist zur Linderung von Symptomen oder im besten Fall sogar für die ursachliche Behandlung, also kausalen Therapie einer Erkrankung. Ja? Ein Impfstoff dient nur der Prophylaxe einer potenziellen Infektion, der Vorbeugung. Ja? Jetzt ist es so, bei Medikamenten, je nach Erkrankung, können mehr oder weniger starke Nebenwirkungen toleriert werden. Ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel Diabetes hat und da kann man jetzt, also Typ 2 Diabetes, da kann man noch Jahrzehnte leben, also ganz normale Lebenserwartungen haben, da kann man eigentlich keine gravierenden Nebenwirkungen tolerieren. Anders ist es zum Beispiel bei einer schwerwiegenden Krebserkrankung, wo man vielleicht noch ein Jahr zu leben hat und wo eine Therapie, eine Chemotherapie das Leben noch um einige Monate verlängern kann. Da würde man auch stärkere Nebenwirkungen tolerieren. Es gibt sogar auch Chemotherapien, die selbst für sich auch krebserzeugend sind. Aber bevor dieser Krebs dann zum Vorschein kommen würde, das wäre dann erst Jahre später, bis dahin sind die Krebspatienten ohnehin schon verstorben. Ja, also insofern kann man hier eher Nebenwirkungen tolerieren. Ganz anders natürlich bei einem Impfstoff, ja, also abgesehen von den direkten Nebenwirkungen der Impfung, also Rötung an der Einstichstelle, Fieber,
Abgeschlagenheit sind hier Nebenwirkungen nicht tolerierbar. Ja, also nur weil etwas der Prophylaxe dient, sollte man daraus nicht schließen, dass es ohne Nebenwirkungen gehen kann. Viele Leute denken, wenn sie das Wort Medikament hören, erstmal an Nebenwirkungen, nicht so, wenn sie Impfstoff hören. In beiden Fällen führt man dem Körper aber ein körperfremdes Agens zu, was zu bestimmten Reaktionen führt, also ein körperfremdes Agens. Und diese Reaktionen können gut oder eben auch schlecht sein. So, wie verhält es sich zwischen konventionellen und mRNA-Impfstoffen? Wie unterscheiden die sich? Also zum einen mal ist es so, dass die konventionellen Impfstoffe in der Regel, also biologisch, zum Beispiel auf Hühnereiern oder in Hühnereiern hergestellt werden oder auf biotechnologischem Wege in Bakterien oder Säugetierzellen. mRNA-Impfstoff wird synthetisch hergestellt. Und diese Worte sollen hier nicht werden, verstanden werden, nur weil etwas synthetisch hergestellt wird, heißt das nicht, dass es schlecht ist und genauso wenig heißt biologische Herstellung, dass es gut ist. Ja? Das Material, was hier verwendet wird bei konventionellen Impfstoffen, das unterscheidet sich. Bei einem Totimpfstoff sind es nicht replikationsfähige Pathogenbestandteile. Was ist ein Pathogen? Das ist also ein Bakterium oder ein Virus zum Beispiel. Und da werden eben bei Totimpfstoffen nur Teile dieser verabreicht oder bei einem Lebendimpfstoff sogenannte attenuierte replikationsfähige Pathogene, also Viren in dem Fall meist. Das heißt, das sind zwar Viren, die sich weiter vermehren können, aber sie sind attenuiert, das heißt, sie werden unschädlich gemacht. Sie können keine Krankheit mehr bewirken. Ja? Beim RNA-Impfstoff wird die Messenger-RNA, die haben Sie ja vorher schon kennengelernt, die mRNA verabreicht. Vor allem bei den Totimpfstoffen ist es wichtig, dass man Adjuvans dazu gibt. Das ist ein Booster sozusagen. Also das ist ein Agens, das eingesetzt wird, um die Immunantwort auf das eigentliche Antigen des verabreichten Impfstoffs zu verstärken. So, und das ist zumindest für die nachher näher betrachteten mRNA-Impfstoffkandidaten nicht nötig. Das Adjuvans selber kann natürlich auch wieder Nebenwirkungen haben. Ja. So, was den Transport angeht, werden die konventionellen Impfstoffe in der Regel, wenn es um bestimmte Totimpfstoffe sich handelt, an ein Trägermaterial oder an das Adjuvans gebunden, also zum Beispiel ein gebundenes Toxoid, also zum Beispiel bei bakteriellen Erkrankungen. Ein Toxoid ist ein entgiftetes Bakterientoxin oder das attenuierte Virus selbst oder eben ein viraler oder Nanopartikelvektor, ja, in dem die Information steckt. Ja, bei den mRNA-Impfstoffen ist es zumindest bei den zwei Impfstoffen, die ich Ihnen vorstellen werde, das sind jetzt Nanopartikel oder Lipid-Nanopartikel und es gibt noch einen anderen Impfstoffkandidaten von AstraZeneca und der Oxford University, die jetzt gestern vorläufige Daten gemeldet haben, die verwenden einen also AVV, also einen adenoviralen Vektor. So, der Injektionsinhalt bei diesen konventionellen Impfstoffen, weil es sich ja hier zum Beispiel oft um ein ganzes Virus handelt, auf dem sich sehr, sehr viele Antigene befinden können, haben wir hier im Endeffekt ein bis viele Antigene beinhaltet. Beim RNA- oder mRNA-Impfstoff ist es nur ein Antigen oder vielmehr die Bauanleitung für ein Antigen. Also im Fall für SARS-CoV-2 zum Beispiel bei dem, was ich Ihnen vorstellen werde, eben das Spike-Protein. So. Was sind jetzt die Pros und Kontras für den mRNA-Ansatz? Also zum einen mal habe ich ein leichteres Upscaling vom Labor zum kommerziellen Maßstab. Die Produktion ist also weniger aufwendig, schneller und günstiger. Auf der anderen Seite, die mRNA kann relativ schnell degradieren, also abgebaut werden unter normalen Temperaturen. Das heißt, hier ist eine Kühlkette wichtig. Wir haben hier bei der mRNA die Möglichkeit der gezielten Antigenherstellung. Das ist aber gleichzeitig, könnte das auch ein Nachteil sein. Das heißt, mit dem Fokus auf ein Antigen könnte die Dauer der Wirksamkeit oder der Immunität eingeschränkt sein. Weil wenn das Virus oder speziell das Spike-Protein hier in diesem Fall, dann gibt es eine Mutationsrate unterliegt, könnte sich das mit der Zeit ändern und dann, ja, dann erkennen die Antikörper das eventuell nachher nicht mehr. Also das ist zumindest eine theoretische Möglichkeit. Ja. Die synthetische Herstellung der mRNA verringert das Risiko einer viralen oder bakteriellen Kontamination des Impfstoffes. Ja, ich hatte ja vorher gesagt, nur weil es synthetisch hergestellt wird, heißt es nicht, dass es schlecht ist. In dem Fall ist es sogar eher gut. Wir wissen zum Beispiel vom Grippeimpfstoff, also für die echte Influenza, der ja konventionellerweise eben in Hühnereiern quasi angezüchtet wird sozusagen, da gibt es Hinweise dafür, dass da im Impfstoff selbst, dass der durchaus auch mal mit Vorviren kontaminiert sein kann, von dem man nicht so richtig wissen, was sie im menschlichen Körper anrichten.
Dasselbe ist eigentlich auch bei anderen Impfstoffen denkbar, die auf bestimmten Säugetierzellen hergestellt werden, wo es dann eventuell auch andere Säugerviren damit, also damit kontaminiert sein könnte, der Impfstoff. So, wie gesagt, in der Regel oder zumindest bei den vorgestellten Impfstoffen brauchen wir kein Adjuvans. Ja. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Lipid-Nanopartikel, die könnten selbst reaktiv sein und daher ihre eigene Immunreaktion bzw. Nebenwirkung hervorrufen. Und es ist ja auch so, dass der mRNA-Ansatz neu ist. Also wir haben noch wenig Erfahrung zu den langfristigen Auswirkungen modifizierter mRNA. Also es könnte potenzielle Entzündungs- oder Autoimmunreaktionen hervorrufen. Da soll ich vielleicht noch dazu sagen, die Halbwertszeit, also natürlich oder nativer mRNA in den Zellen, liegt irgendwo im Minuten- bis Stundenbereich. Also das mRNA degradiert, sprich abgebaut wird, ist ein wichtiger regulatives Element der Genexpression, weil sonst mehr Kopien eines mRNA-Produktes, also zum Beispiel Protein, synthetisiert würden, als die Zelle benötigt, womit eben viel, da könnten eben Prozesse aus dem Gleichgewicht laufen. Ja? Damit die mRNA in den mRNA-Impfstoff nicht so schnell abgebaut wird und deshalb unter Umständen nicht genug des mRNA-Produkts hier des Spike-Proteins gebildet und damit auch nicht genug Antikörper vom Immunsystem produziert werden können, muss die mRNA vor dem Abbau geschützt werden. Ja? Das kann durch Modifizierung der mRNA selbst geschehen oder eben durch die Art des Transportsystems, also der Nanopartikel. Ja? Über die Auswirkungen der mRNA-Modifizierung in Form potenzieller Nebenwirkungen sowie über die Reaktivität der Nanopartikel wissen wir also bislang noch wenig. So, kommen wir aber jetzt zu dem, auf was Sie wahrscheinlich jetzt schon die ganze Zeit gewartet haben, also zu den zwei Impfstoffkandidaten, für die wir in den letzten Tagen bzw. Wochen Daten bekommen haben. Also im Fall von Pfizer-BioNTech, einem Impfstoffkandidaten, der als Also der die interne Bezeichnung BNT162b2 trägt, waren es finale Wirksamkeitsdaten von Modernas mRNA-1273 haben bislang nur vorläufige Wirksamkeitsdaten erhalten. Und genau, nachdem wir jetzt eben die Basis für das Verständnis der mRNA-Impfstoffe gelegt haben, möchte ich Ihnen die beiden mRNA-Impfstoffkandidaten etwas genauer vorstellen. Also für beide, hatte ich auch hier und da schon angeschnitten, wird die mRNA des SARS-CoV-2-Spike-Proteins verwendet. Das heißt, im injizierten Impfstoff liegt diese mRNA in Nanopartikeln vor, welche die mRNA mehr oder weniger gezielt an den Ort des Geschehens, also zum Beispiel die Lungenzellen, bringen. Dort angekommen, synthetisiert die jeweilige Zelle in einem Prozess, den Sie vorhin als Translation kennengelernt haben, eben viele Kopien des Spike-Proteins. Und das Spike-Protein dient dann dem Immunsystem als Antigen, gegen das das Immunsystem oder der Körper dann eben Antikörper entwickelt. Und sollte der Körper nach der Impfung dann irgendwann mal einmal aufgrund einer Infektion mit SARS-CoV-2 mit dem Virus konfrontiert werden, sind die Antikörper gegen sein Spike-Protein bereits vorhanden und diese binden dann an das Spike-Protein auf der Virushülle. Und damit wird die Immunantwort gegen das Virus induziert und es wird von den Zellen des Immunsystems neutralisiert. Also so zumindest die Theorie. So, und ob das wie in der Theorie funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Das heißt, wir haben jetzt im Fall von BNT162 haben wir zwei Injektionen im Abstand von 3 Wochen. Das gilt für den anderen Impfstoffkandidaten auch. Da sind es eben 4 Wochen. Und da haben mehr als 40.000 Studienteilnehmer teilgenommen. Mehr als 40.000 haben auch die zweite Injektion erhalten. Das ist wichtig, das sich anzuschauen, weil man muss wissen, wie ist die Wirksamkeit, wenn ich nur einen bekommen habe, also eine Injektion, habe ich da trotzdem einen Schutz. So. Was man dann immer für die statistische Auswertung braucht, das wird im Vorhinein festgelegt, man braucht eine gewisse Anzahl an Infektionen. Das heißt, wir haben hier, hätten 164 gebraucht, 170 hatten wir dann. Das Soll wurde quasi ein bisschen übererfüllt. So, in der geimpften Probandengruppe haben wir 8 Infektionen gehabt, 28 Tage nach der ersten Injektion. Und in der ungeimpften Kontrollgruppe, also in der Placebo-Gruppe, haben wir 162 Infektionen gehabt. Das heißt, wenn man das mal rechnet, erhält man 95% Infektionsschutz, also vor SARS-CoV-2. Mit einem sogenannten P-Value von 0,001. Der P-Value gibt an, ob dieser Unterschied zwischen diesen zwei Gruppen nur numerisch unterschiedlich ist oder auch statistisch signifikant. Der ist in diesem Fall hoch, also statistisch hoch signifikant, was aber auch für solche Impfstoffe nicht ungewöhnlich ist.
Wir haben, und das ist wichtig, weil ja vor allem die älteren, komorbiden Leute eben schwere Covid-19-Verläufe haben. Wir haben hier einen 94-prozentigen Schutz, Infektionsschutz bei den über 65-Jährigen. Hier hat allerdings, haben die Unternehmen nichts zum P-Value gesagt. Also da wissen wir nicht, ist das ein statistisch signifikantes Ergebnis oder ist es nur numerisch unterschiedlich? Das werden wir sicherlich noch erfahren. So, Sie berichten auch über konsistente Wirksamkeit über alle getesteten ethnischen Gruppen als auch Altersgruppen. Und wir haben 10 schwere Covid-19-Verläufe insgesamt in der Studie gehabt, wovon 9 in der Placebo-Gruppe waren, aber einer in der geimpften Probandengruppe. Das heißt, wir wissen damit, dass nicht alle schwere Verläufe durch die Impfung verhindert werden können, aber eben die Mehrheit. Also in dem Fall 90% der schweren Verläufe wurden verhindert. Laut dem sogenannten Drug Safety Monitoring Board gibt es keine ernsten Nebenwirkungen und diese Studie hat den Sicherheitsmeilenstein für die Einreichung einer Emergency Use Authorization bei der FDA und ähnliches auch bei den europäischen Gesundheitsbehörden. Die FDA ist die amerikanische Gesundheitsbehörde erreicht. Das heißt, jetzt folgt das Review und dann eventuell eben auch die Zulassung. So, jetzt Moderna, wie gesagt, da haben wir nur vorläufige Daten. Wir wissen, dass es mehr als 30.000 Studienteilnehmer gibt. Wir wissen aber noch nicht, wie viel haben eine, wie viel haben zwei Injektionen erhalten, also wie viel sind davon zur zweiten Injektion zurückgekommen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie die Interimsdaten bekannt gegeben haben, waren nur 95 von 151 geplanten Infektionen erfolgt. Fünf Infektionen in der geimpften Probandengruppe, 90 in der Kontrollgruppe. Das heißt, wir haben auch nahezu 95% Schutz, auch einen sehr guten P-Value, aber wir haben noch keine Daten zur Wirksamkeit bei den über 65-Jährigen. Ja. Es ist aber so, dass wir einen Hinweis auf konsistente Wirksamkeit über alle getesteten ethnischen Gruppen haben, in Altersgruppen. Das kann man so ungefähr ablesen daran, dass wir einen gewissen Titer, also eine gewisse Höhe an neutralisierenden Antikörpern und Aktivität an T-Zellen misst. Aber wie gesagt, da müssen wir noch auf die finalen Daten warten. Wir haben 11 schwere Covid-19-Verläufe gesehen und 0 von diesen in der geimpften Probandengruppe. Das heißt auf der einen Seite, dass die Anzahl der schweren Covid-19-Verläufe hier prozentual höher waren auf der einen Seite, aber in der geimpften Gruppe kein einziger aufgetreten ist. Wir haben es hier aber mit ganz geringen Zahlen noch zu tun. Das heißt, das wäre verfrüht, jetzt zu sagen, ja, Modernas Impfstoffkandidat ist besser, weil es da hier in der geimpften Probandengruppe keinen schweren Fall oder Covid-19-Verlauf gab. Wie gesagt, das kann reiner Zufall sein. Das kann also noch kommen. Ja. So, jetzt, was ist jetzt zu halten von der Wirksamkeit der Impfstoffkandidaten? Ja, also die Wirksamkeit ist auf den ersten Blick höher als erwartet oder zumindest höher als manche befürchtet hatten. Ja, es gab ja auch Wissenschaftler, die befürchtet hatten, dass es nur vielleicht 60, 70% Impfschutz bietet. Aber aufgrund der absolut geringen Infektionszahlen in den Studien ist das noch nicht abschließend beurteilbar. Also wir wissen auch nicht, wie lange dieser Impfschutz anhält. Ja, diese 94% Infektionsschutz, nee, sorry, 95 für BNT 162 bei den über 65-Jährigen ist ermutigend, aber die statistische Signifikanz ist eben noch unklar. Ja. Schutz der über 65-Jährigen für Modernas Impfstoffkandidaten ist noch unklar, aber eben wie gesagt, basierend auf dem Titer der neutralisierenden Antikörper und T-Zellen in dieser Altersgruppe sollte dieser eigentlich ähnlich hoch sein. Es ist noch zu früh, um von einem kompletten Schutz vor schweren Covid-19-Verläufen durch mRNA-1273 ausgehen zu können, hatte ich auch gerade schon gesagt. Es kann reiner Zufall sein. Und was wir noch nicht haben, also darüber haben die Unternehmen noch nichts gesagt. Das wird sich auch erst mit der Zeit zeigen. Da müssen noch weitere Auswertungen gemacht werden. Wir wissen noch nicht, ob diese Impfung auch die Verbreitung von SARS-CoV-2 durch den Geimpften verhindert. Das heißt, also einer kann geimpft sein und unter Umständen trotzdem das Virus weiterverbreiten. Also diese Frage ist noch nicht geklärt. Die große Frage der Dauer der Wirksamkeit bzw. der Immunität ist auch noch ungeklärt. Ja, und das heißt,
ein mit der Zeit abnehmender Antikörper-Titer- oder T-Zell-Aktivität kann zu einer verringerten Immunität über die Zeit führen. Genauso eine Mutationsrate von SARS-CoV-2 bzw. speziell des Spike-Proteins. Ja. Es ist tatsächlich so, dass ich den Chief Scientific Officer von BioNTech gefragt habe, wie lange er denn glaubt, dass die Immunität, die Wirksamkeit anhalten wird. Er geht von mindestens einem Jahr aus. Ja. Und als ich gefragt habe, was ihn dazu verleitet, das anzunehmen, dass die dann eben auch abnimmt mit der Zeit, die Immunität, oder was dafür verantwortlich wäre, glaubt er, dass es eher die Annahme der Antikörper-, Titer- und T-Zellaktivität ist, als die Mutation des Virus als solche. Auf der anderen Seite heißt es, er geht von einer abnehmenden Immunität aus mit der Zeit. Und dann ist es relativ wahrscheinlich, wenn das so eintrifft, dass wir einen ähnlichen Fall haben, wie beim Grippeimpfstoff, wo im Endeffekt quasi jedes Jahr aufs Neue ein neuer Grippeimpfstoff, Influenza-Impfstoff produziert werden muss. Also ich sage nicht entwickelt, die Plattform als solches entwickelt, aber man muss dann eben unterschiedliche Genotypen des Influenza-Virus oder dieser unterschiedlichen Influenza-Virus-Genotypen miteinander kombinieren und dann hoffen, dass die WHO die Verbreitung des einen oder anderen richtig vorhersagt, dass der Impfstoff, der dann entwickelt wurde, dann tatsächlich auch wirkt. So, was ist zur Sicherheit dieser Impfstoffkandidaten zu sagen? Ja, eine Zulassung vorausgesetzt werden die SARS-CoV-2-Impfstoffe, also BNT162 und mRNA-1273, die ersten mRNA-Impfstoffe überhaupt, ja, also wofür noch keine Erfahrung und noch keine langfristigen Sicherheitsdaten vorliegen. In der Regel werden ja drei klinische Studienphasen unterschieden, und die auch sequenziell, also nacheinander durchgeführt werden, Phase 1, 2 und 3. Und in der Medikamentenentwicklung geschieht das mit steigenden Patientenzahlen pro Phase und in der Impfstoffentwicklung mit steigenden Zahlen gesunder Probanden. Alleine für die klinische Entwicklung nimmt das in der Regel also schon mal 4 bis 7 Jahre in Anspruch. Und wenn man die präklinische Phase noch dazu nimmt, liegen wir bei 8 bis 12 Jahren Entwicklungszeit. Ja? Im Fall der hier vorgestellten SARS-CoV-2-Impfstoffkandidaten wurden die Phasen 1 und 2 bzw. 2 und 3 zusammengelegt und zusätzlich die Zeitdauer des Follow-ups dramatisch verkürzt, sodass der gesamte Entwicklungsprozess nur weniger als ein Jahr dauerte. Also fragen Sie sich einfach mal selbst, ob Sie glauben, dass ein Impfstoff, der eine so kurze Zeit der klinischen Entwicklung durchlaufen hat, ausreichend auf seine Sicherheit getestet werden konnte. Also Impfstoffe müssen nicht automatisch sicher sein, nur weil sie der Prophylaxe dienen. Zuvor von den Gesundheitsbehörden oder in der Vergangenheit von den Gesundheitsbehörden als sicher erklärte Impfstoffe wurden eben in der Vergangenheit auch schon aufgrund von Nebenwirkungen wieder vom Markt genommen, wie das zum Beispiel bei Hexavac geschehen ist, was ein Impfstoff für Kinder war, gegen bestimmte Kinderkrankheiten. Ich möchte damit nicht sagen, das möchte ich ausdrücklich oder explizit sagen, dass ich diese zwei RNA-Impfstoffe für unsicher halte. Es gibt nur einige Fragen, deren Klärung eben noch Zeit erfordern. Andererseits ist die Begründung der Gegner dieser zwei Impfstoffe, von denen manche als Begründung anführen, sie würden in unsere DNA angreifen, faktisch falsch. Ja, das habe ich im Endeffekt vorher auch schon gezeigt, dass ich Ihnen Transkription, Translation und das mit der mRNA gezeigt habe. Also das widerspricht allem, was wir über die letzten 59 Jahre über die mRNA gelernt haben. Ja? Von einem potenziellen Eingriff in den DNA hätte ich eher bei dem von AstraZeneca und der Oxford University entwickelten Impfstoff Sorge. Diese verwenden ein Adenovirus als viralen Vektor und in diesem Fall DNA und nicht mRNA des Spike-Proteins in die Zellen zu bringen. Und während Adenoviren in der Regel harmlos sind, sind sie für manche Genotypen unter diesen Adenoviren sind Fälle beschrieben worden einer Integration in die menschliche DNA. Ja? Was in diesem Fall aber auch sogar gewollt sein kann. Und dass sich aber AstraZeneca hier jedoch mit Details zurückgehalten hat, wäre es verfrüht, sich darüber ein Urteil zu bilden. Ja? Was man natürlich eben auch sagen sollte, vielleicht noch abschließend, in den klinischen Studien wurden bislang eben nur unmittelbar auftretende Nebenwirkungen der Impfung, also Rötung, Schwellung und Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit, Fieber, Kopf, Muskel, Gelenkschmerzen und so weiter erfasst. Und abgesehen von anaphylaktoiden Reaktionen, also stark allergischen Reaktionen, die direkt oder nach kurzer Zeit, also eine halbe Stunde oder so nach einer Impfung vorkommen können, können eben gravierende Nebenwirkungen, die also von Impfungen, also sogenannte Impfschäden, erst Monate oder sogar Jahre später auftreten. Ja?
Insofern ist es eigentlich wichtig, dass Pfizer und BioNTech gesagt haben, sie wollen für die geimpften Studienteilnehmer über weitere 2 Jahre Sicherheitsdaten sammeln. Das ist auch absolut nötig in diesem Fall. So, damit bin ich fast am Ende. Jetzt geht es noch um das Timing und das Volumen für die Leute, die, also ich kann Ihnen jetzt nicht die Entscheidung abnehmen, ob Sie sich jetzt impfen lassen sollen, wenn dann der Impfstoff da ist oder nicht. Ich glaube, ich habe relativ klar gemacht, wie ich dazu stehe, um es höflich zu formen, oder also ich werde höflich sein, ich werde anderen gerne den Vortritt lassen. Wie steht es jetzt um das Timing? Wann ist dieser oder wann sind diese Impfstoffe verfügbar? Da hier, also bei diesen vorgestellten Impfstoffkandidaten, aufgrund der Dringlichkeit der SARS-CoV-2-Pandemie wurden die für eine sogenannte Emergency Use Authorization eingestuft. Ja, das ermöglicht eine Rolling Submission. Ja, das heißt, dass anstatt auf alle Daten warten, diese auswerten und zusammenfassen zu müssen, bevor sie an die Gesundheitsbehörde, Behörden verschickt werden dürfen, konnten diese über den gesamten Prozess hinweg bereits Stück für Stück von den Herstellern an die Gesundheitsbehörden verschickt werden. Also das heißt, es spart Zeit, also die Gesundheitsbehörden auf diese Weise eben in die Lage versetzt werden, einen Großteil der Daten über die letzten Monate schon evaluieren zu können. Ja, insofern kann dann eine Zulassung jetzt nach Abschluss der Studien recht schnell erfolgen, sofern die Zulassungsbehörden dann eine Zulassung für sinnvoll erhalten und diese erteilen. Ja. Also das vorausgesetzt, könnte der Impfstoff bis Ende des Jahres zugelassen sein. So, jetzt ist es so, wir brauchen eigentlich, oder ja, also die Nachfrage ist hier nicht sehr, sehr hoch. Wir brauchen weltweit mehrere hundert beziehungsweise bis zu Milliarden an Impfstoffdosen. Ja. Von Pfizer und BioNTech wissen wir, dass sie bis zum Jahresende 50 Millionen ungefähr hergestellt haben dürften und im Laufe des nächsten Jahres, also bis Ende nächsten Jahres 1,3 Milliarden, das ist deren Plan. Moderna, die als Partner Lonza haben für die Herstellung, ist ein Schweizer Unternehmen, das sich da auskennt, das da auch eine lange Historie hat. Die sind bis Ende der Lage wohl bis Ende des Jahres in der Lage, 20 Millionen herzustellen, die aber schon für die USA reserviert sind, von denen werden wir nichts kriegen und die gehen davon aus, dass sie bis Ende nächsten Jahres so eine halbe Milliarde bis Milliarde herstellen können. So. Was ich auch in den letzten Tagen oft gehört habe, ja, das mit dem BNT 162, das ist ja blöd, der muss ja bei minus 70 Grad oder gekühlt werden oder eingefroren werden. Das gilt natürlich nur für die langfristige Lagerung. Und da die Nachfrage weitaus höher als das Angebot ist, kann man oder sollte man nicht davon ausgehen, dass dieser Impfstoff irgendwo lang in einem Lager herumliegt. Ja, der wird, also die Nachfrage ist viel höher, das heißt, so wie er quasi produziert wird, so wird er dann im Endeffekt auch an Menschen, die sich impfen lassen wollen, verabreicht. Abgesehen davon ist es so, dass auch dieser Impfstoff über mindestens 5 Tage bei 2 bis 5 Grad, also ungefähr Kühlschranktemperatur, gelagert werden kann. Das gilt für Moderna auch, da sogar etwas länger, wobei BioNTech hatte gesagt, sie untersuchen das gerade, was die Lagerung oder angeht. Das heißt, kann also auch sein, dass es mehr ist als diese 5 Tage. Bis Ende des Jahres, Ende nächsten Jahres, möchte BioNTech dann eine sogenannte lyophilisierte Formulierung dieses Impfstoffs produzieren oder entwickeln. Der würde dann bei Raumtemperatur stabil sein. Ja. Des Weiteren haben wir vorher in dieser Übersicht, in dieser Tabelle gesehen, gibt es noch eine ganze Anzahl weiterer Impfstoffe, die da in Entwicklung sind, wo wir jetzt über die nächsten Wochen, Monate Daten sehen und so weiter. Also da kommt dann noch weiteres Volumen dazu. Ja, so, damit bin ich am Ende meines Vortrags angelangt. Ich hoffe, Sie haben hier einiges gelernt zum Background von SARS-CoV-2 und dem Impfstoff. Und haben jetzt eine bessere Basis, um eine Entscheidung zu treffen, ob, wenn der Impfstoff dann da ist, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht.
Ja, Thilo, vielen, vielen herzlichen Dank für diesen wirklich sensationellen Ritt hier durch dieses wirklich schwere Thema. Du hast es super rübergebracht, ein unglaubliches Fachwissen hier dargelegt. Also vielen Dank. Ich glaube, das war sehr, sehr substanziell. Für manchen Zuschauer wahrscheinlich, nein, nicht, also war auch das Feedback von dem einen oder anderen zu schwer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es auch nicht durchgängig verstanden. Gut, ich habe nebenbei noch getippt, aber ich bin froh, einen Experten im Team zu haben, der es für mich versteht und mir dann die Fragen beantworten kann, die ich auf den Punkt brauche. Aber ich fand es sehr, sehr stark, jetzt mal diese Informationen am Stück zu haben. Man kann sich's nochmal anhören im Video hinterher. Man kann nochmal nachlesen. Also ich glaube, ich mache jetzt besser mal keine Abfrage bei den Zuschauern und frage Details des Vortrags ab. Da würde manche sich staunen. Aber es war auch ganz, ganz viel, die gesagt haben, Mensch, super, so habe ich das noch nie gehört und so viel Informationen und so gut, das kann ich echt was mit anfangen. Also von daher, vielen, vielen Dank für die große Mühe, die du gemacht hast, das so umfangreich darzustellen. Sehr gerne, sehr gerne. Nebenbei hat der Mann ja noch ein bisschen was an Fonds zu tun. Also der hat sehr viel Mühe jetzt hier reingesteckt. Ich hoffe, man konnte ein bisschen was daraus mitnehmen, auch wenn es harter Tobak war. Aber die Welt ist halt nun mal nicht immer einfach. Und wir versuchen es immer so mit vielen Themen, die wir darstellen, auch gerade meine Wenigkeit, so gut es geht auf den Punkt zu bringen. Aber manchmal ist es auch ganz hilfreich, einfach mal die Komplexität darzustellen und in die Tiefe reinzuschauen. Deshalb an dieser Stelle, Tilo, nochmal meinen herzlichen Dank. Ingo, auch dir. Du hast, Sehr gerne. um Tilo den Raum Ja. freizugeben, deine Themen sehr reduziert und dich zurückgehalten, um dem Tilo hier den Raum zu lassen, dass wir das mal ausrollen können, dieses spannende Thema. Wir könnten über das Thema Impfung noch sehr, sehr intensiv diskutieren. Die spannendste Frage, die viele gehabt haben, Tilo, ob du dich impfen lassen würdest. Aber ich glaube, ich erspare dir da jetzt eine zu detaillierte Antwort. Das ist doch eine sehr persönliche. Und du hast es, glaube ich, vorhin mit dem schönen Ich Satz, habe schon ich lasse beantwortet, ja. erstmal den Vortritt, sehr diplomatisch ausgedrückt. Dem würde ich mich an der Stelle vollstem Ausmaß anschließen. Aber eins ist auch klar, meine Damen und Herren, ich glaube, dass die wenigsten Menschen am Ende um dieses Thema Impfung herumkommen. Einige werden es können und jeder muss für sich entscheiden, zu was er am Ende bereit ist. Aber ich glaube, wir können davon ausgehen. Heute hat Qantas Airways, der Vorstandsvorsitzende, gesagt, dass es nach höchster Wahrscheinlichkeit keine internationalen Flüge mehr geben wird für Leute, die nicht geimpft sind und dass man das auch über nationale Flüge nachdenkt. Gehen Sie von aus, dass spätestens in einem Jahr niemand mehr ein Flugzeug betritt, der nicht geimpft ist und viele andere Dinge mehr. Es wird einen digitalen Impfpass geben, wenn Sie irgendwo reingehen wollen, ins Stadion oder sonst was, werden Sie es nachweisen müssen. Am Ende werden ganz, ganz viele Leute sagen, bleibt gar nichts anderes übrig. Es wird ansonsten für die, die übrig bleiben, die sich nicht impfen lassen, eine Zweiklassengesellschaft sein. Oh, schade, dass du nicht mit ins Kino kannst, aber du lässt dich ja nicht impfen. Was bist denn du für einer? Also, das wird keinen Impfzwang geben, aber es wird einen massiven Impfdruck geben und dem werden sich nur wenige am Ende entziehen können, die bereit sind, nicht mehr zu fliegen oder andere Dinge nicht mehr zu tun. Über Sinnhaftigkeit oder nicht, will ich jetzt hier gar nicht streiten und diskutieren. Das muss jeder für sich entscheiden, aber auf jeden Fall, so ganz freiwillig wird das eben nicht mehr sein, soweit man noch am üblichen Leben teilnehmen möchte. Aber wie gesagt, das muss am Ende jeder für sich entscheiden. Unsere Gesellschaft ist momentan schon gespalten genug. Am Ende muss jeder für sich die richtigen Schlussfolgerungen für sich persönlich ziehen mit allen Konsequenzen. Meine Damen und Herren, wir haben Sie lange genug heute Abend ja, beschäftigt, aufgehalten, 1,5 Stunden. Aber vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie so lange zugehört haben. Das waren unglaublich, wie viele Leute, also fast alle blieben hier wirklich bis zum Schluss dabei bei diesem schweren Thema. Ich hatte das nicht so unbedingt erwartet. Ich dachte, da werden viele zwischendurch abschalten und sagen, um Gottes Willen, das ist mir zu komplex. Aber ich bin extrem beeindruckt, dass fast alle wirklich dabei geblieben sind. Und wir haben hier über 1.000 Leute heute dabei. Also Tilo, Riesenkompliment. Die Ingo natürlich auch. Und was den Fonds angeht, wir werden weiterhin alles tun, was in unserer Macht steht, seien sich dessen versichert. Und grundsätzlich mache ich immer das, was ich für richtig halte und nicht, was irgendwer von mir will oder irgendwo Druck aufbaut. Und auch da haben Sie mein Wort, ich werde immer das machen, was ich für richtig halte. In der Vergangenheit bin ich ganz gut mitgefahren und ich hoffe, wir werden das auch künftig gemeinsam tun. In diesem Sinne, kommen Sie gut durch diese schwierigen Zeiten, kommen Sie gut durch diese dunklen Monate, machen Sie das Beste draus und vielleicht zum Abschluss noch ein Satz, der mir, ich wollte eigentlich gerade Schluss machen, aber den Satz ist mir noch wichtig. Lassen Sie sich nicht verrückt machen. Bei aller Diskussion um diese Freiheitsthemen, die größte Freiheit haben Sie in Ihrem Kopf, haben wir in dem Kopf und ich gebe niemandem die Macht über meine Gedanken und über meine Gefühle. Und nur ich entscheide mit meinen Gedanken, ob ich gute oder schlechte Gedanken habe, ob ich gute oder schlechte Emotionen habe. Es ist nicht der Streit mit dem Nachbarn oder der Lärm des Nachbarn, der mir schlechte Laune macht, sondern meine Gedanken darüber und über die kann ich selbst entscheiden. Wir haben es nur nie gelernt. Aber fangen Sie es mal an, über Ihre eigenen Gedanken zu bestimmen.
Sie werden so selbstbestimmt sein wie nie in ihrem Leben. Und dann haben auch andere, auch keine Politiker oder sonst wer, Macht über ihre Gedanken und ihre Emotionen. Über die entscheiden, wenn es richtig läuft, nur sie selbst. Ich bemühe mich drum und in diesem Sinne Ihnen allen eine wunderschöne Zeit. Kommen Sie gut durch die schwierigen Zeiten. Gentlemen, euch allen einen schönen Abend. Und jetzt machen wir uns jeder virtuell ein Bier auf. Schönen Abend. Danke, ciao. Tschüss.